Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Ich möchte beginnen mit unserer Veranstaltung, mit unserem Symposium zu Ehren unseres bisherigen Generalsekretärs Dr. Jürgen Hoffmann. Ich freue mich, dass Sie alle der Einladung gefolgt sind, lieber Jürgen. Es sind über 100 Gäste da und das zeigt schon, dass deine Arbeit in den letzten Jahren auch durch den Besuch und die Besucher hervorragend gewürdigt wird und gewürdigt ist und eine große und hohe Anerkennung genossen hat und genießt. Herzlichen Dank. Sie finden auf Ihren Plätzen ein schönes Buch mit dem Foto drauf, mit Beiträgen von Jürgen Hoffmann und mir. Dann mit den Editorials seit 2010 bis 2016, die alle von Dr. Hoffmann stammen und die besonders lesenswert sind, weil sie eigentlich so eine zeithistorische Begleitung der wirtschaftlichen Entwicklung, der wirtschaftlichen Diskussion, der Forderungen, die hier aufgestellt werden, sind und das wiedergibt. Und Sie lesen das mit Sicherheit mit größerem Genuss und mit größerem Erfahrungswert als viele Kommentare, die sonst in der Öffentlichkeit zu lesen sind und in öffentlichen Medien. Und hinten dran sind angefügt einige Positionspapiere zu speziellen Themen, die in dieser Zeit auch verfasst worden sind. Auch das ist nicht nur geschichtlich, sondern insgesamt interessant. Wir haben uns den heutigen Nachmittag so vorgestellt, dass nach meinem Vortrag zum Selbstverständnis des Wirtschaftsbeirats Herr Dr. Kammer, der Vizepräsident des Wirtschaftsbeirates, spricht und Vorsitzender des Fachausschusses für Ordnungspolitik und Grundsatzfragen. Die Würdigung für die gesamte Zeit von Generalsekretär Dr. Jürgen Hoffmann macht, dass wir dann zwei Fachvorträge hören, den einen von Franz Christoph Zeitler, von Professor Dr. Franz Christoph Zeitler, Entschuldigung, zu zukunftsfähigen Finanzmärkten und zu einer zukunftsfähigen Währungsunion und dann von Herrn Dr. Ingo Friedrich, der Vorsitzende des Ausschusses für Europapolitik und Präsident des Europäischen Wirtschaftssenates ist, zu den Perspektiven für Europa. Das Thema, beide Themen sind ja fundamental für die Weiterentwicklung bei uns in Deutschland und Europa und beide Themen sind hoch brisant und natürlich im Meinungsstreit, wie sich das so gehört. Und dann wird Dr. Jürgen Hoffmann einen Rückblick nehmen auf 7 Jahre Arbeit für den Wirtschaftsbeirat. Und anschließend haben wir einen schönen Empfang. Wir haben deswegen einen Empfang gemacht, weil wir gesagt haben, das ist besser als ein Abendessen zu machen, wo jeder an seinem Platz fixiert ist und mit anderen dann nicht reden kann. Es will jeder mit dem Herrn Hoffmann reden, es will jeder mit anderen Kontakt haben. Und das, glaube ich, ist ganz gut so. Wir machen das auch im anschließenden Raum und auch hier dann, meine Damen und Herren. Meinen Beitrag zum Selbstverständnis des Wirtschaftsbeirates gestern und heute. Mir liegt seit einiger Zeit daran, dazu einige Dinge zu sagen, weil manche sagen ja, was ist denn mit dem Wirtschaftsbeirat? Nicht was ist, sondern was macht ihr genau? Was hat das für eine Wirkung? Was hat das für eine Notwendigkeit? Wir sind als Institution nächstes Jahr 70 Jahre alt. Sprich, vor 70 Jahren ist der Wirtschaftsbeirat gegründet worden. Damals gab es die Bundesrepublik Deutschland noch nicht. Es hat den Freistaat Bayern gegeben. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Jahr später entstanden. Damals haben der legendäre Ochsensepp und der Fabrikant Händel aus Augsburg den Wirtschaftsbeirat gegründet. Und man muss sich die Zeit etwas in Erinnerung rufen, soweit das einige erlebt haben und die anderen vielleicht aus der geschichtlichen Kenntnis heraus in Erinnerung rufen. Damals war das Dritte Reich ein paar Jahre zu Ende. Damals war die Zwangswirtschaft ein paar Jahre zu Ende. Die Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg waren präsent. Wir hatten eine Menge an, wie es damals geheißen hat, Flüchtlingen, die nach Bayern, nach Deutschland gekommen sind. Wir hatten eine überholte Wirtschaftsstruktur mit 30% Beschäftigten in der Landwirtschaft. Und industriell war Bayern noch nicht sehr weit gediehen. Es war agrarisch geprägt. Und es sollte, und das war die Zielsetzung, ein moderner Wirtschaftsstandort werden mit guter Industrie, mit Handwerk, Handel, Dienstleistungen, eine gesunde Mischung von Klein-, Mittel- und Großbetrieben. Dafür sollten die Voraussetzungen geschaffen werden. Was aber von Anfang an da war,
war das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, zu einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Das war zentral und das war das Anliegen der Gründer. Und es war auch das Anliegen der Gründer, dass bei den Schwierigkeiten, die man damals gehabt hat, bei all den Voraussetzungen, die negativer Art waren, die Politik nicht abseits der Wirtschaft oder ohne die Wirtschaft oder gegen die Wirtschaft irgendwelche Entscheidungen treffen soll. Die Politik sollte sich eng mit der Wirtschaft abstimmen, ohne dass man Verbrüderung oder Kameraderie praktiziert, wie es hin und wieder manche Zeitungen geschrieben haben, sondern man sollte aus den praktischen Erfahrungen der Wirtschaft für das politische Entscheiden praktisch Handlungsmöglichkeiten, Alternativen gewinnen, um die wirtschaftliche Struktur in Bayern voranzubringen. Es sollte kein Subventionsstaat aufgebaut werden. Man hat den Wert darauf gelegt, dass der Staat bestimmte Dinge fördert. Er konnte es auch gar nicht angesichts seiner Einkommenssituation. Es sollten aber ordnungspolitische Grundvorstellungen durchgesetzt werden, die verlässlich sind. Und es sollten staatliche Entscheidungen fallen, natürlich zugunsten einer qualifizierten Bildung und Ausbildung, zugunsten einer guten Infrastruktur, die war ja damals ziemlich im Eimer. Es sollten bestehende Unternehmen sich weiterentwickeln können, neue Betriebe entstehen, neue Tätigkeitsfelder aufgebaut werden. Bayern sollte vom Schlusslicht der wirtschaftlichen Entwicklung weit nach vorne kommen. Das war die Zielsetzung. Und die Zielsetzung hat über die Jahrzehnte auch getragen, meine Damen und Herren. Und wenn man das anschaut, was damals entstanden ist, dann will ich auch daran erinnern, dass in der ersten Welle viele Gründer aus ehemalig damals sowjetisch besetzten Gebieten, Zonen gekommen sind, die sich dort nicht mehr wegen der landwirtschaftlichen Gegebenheiten weiterentwickeln konnten, die dort keine Möglichkeiten mehr hatten. Damals hat zum Beispiel, das waren viele kleine, mittlere, aber auch große, Siemens hat damals seinen Standort von Berlin nach München verlegt und nach der Wiedervereinigung in München behalten. Das ist nicht so ganz selbstverständlich. Giesecke und Devrient als weiteres Beispiel ging von Leipzig nach München und ist heute noch bei uns in München vertreten. Oder Existenzgründer wie die Firma Schaeffler, die haben damals mit null angefangen in Herzogenaurach und sich weiterentwickeln und haben heute 84.000 Beschäftigte weltweit. Das sind Entwicklungen, die vom Potenzial auch von den sogenannten Flüchtlingen gekommen sind, die für den Aufbau in Bayern, für den industriellen Aufbau große Leistungen erbracht haben. Ziel der Gründer war es, wie gesagt, den Meinungsaustausch zwischen Wirtschaft und den in der Politik verantwortlichen Entscheidungsträgern voranzutreiben. Der Wirtschaftsbeirat sollte und ist es parteipolitisch unabhängig sein. Er sollte in die Politik hineinwirken, aber auch in die Gesellschaft hineinwirken. Er sollte die Grundwerte der sozialen Marktwirtschaft verbreitern, meine Damen und Herren. Das war die Aufgabe und ich erinnere da mal daran, dass es im Wirtschaftsrat 48 unter Ludwig Erhard keinesfalls selbstverständlich war, dass die soziale Marktwirtschaft die hohe Anerkennung findet. Es war damals eine knappe Abstimmung, mit 2 Stimmen Mehrheit ging das Konzept von Ludwig Erhard durch. Die anderen waren für die planwirtschaftlichen Gegebenheiten, weil sie gesagt haben, bei dieser Not, die wir haben, geht es nur über Verteilung und Umverteilung. Es war eine knappe Mehrheitsentscheidung. Ich erinnere auch daran, dass Erhard damals, heute wird er hochgelobt, zu den unbeliebtesten Politikern gehört hat, weil natürlich die Not sehr groß war und viele die Auffassung vertreten haben, durch Umverteilung lässt sich das alles besser lösen. Die geistige Grundströmung gibt es ja heute noch. Die soziale Marktwirtschaft war nicht allgemein anerkannt. Ich erinnere an das Godesberger Programm, 10 Jahre später, wo 1958 erst einmal auch die SPD zum ersten Mal Ja gesagt hat zur sozialen Marktwirtschaft. Bis dahin war das umkämpft und nicht unbestritten. Wir haben seit der Zeit einen großen Aufschwung erlebt. Wir haben das Wirtschaftswunder erlebt. Wir haben erlebt, dass in der zweiten Hälfte der 60er Jahre die ersten sogenannten Gastarbeiter zu uns geholt worden sind. Zur Überraschung vieler hat sich Deutschland sehr bald erholt, hat an Leistungsstärke, an Exportstärke, an Einkommenssituation zugenommen. Das hat auch Bayern betroffen. Wir sind mittlerweile eingebunden in die Europäische Union, in die WTO, in andere internationale Abkommen. Wir haben in Bayern
eine hohe Produktionskraft gewonnen, Innovationskraft gewonnen, eine gute Streuung von Klein- und Mittelbetrieben und eine gute Mischung von Klein-, Mittel- und Großbetrieben. Wir haben eine regionale Streuung von Klein- und Mittelbetrieben und Großbetrieben und damit auch eine regionale Streuung von Arbeitsplätzen, um die uns viele Länder beneiden. Wenn man nach Frankreich schaut, nach England schaut, auch in die USA schaut, dann hat man dort das alles so nicht wie bei uns im Land. Und ich kann das auch sagen, mit der Wirtschaftsstruktur ist auch die Bankenstruktur gewachsen. Und das wird bei vielen leider heute übersehen. Die Bankenstruktur in Deutschland, Privatbanken, Raiffeisen, Sparkassen, hat sich parallel zur Wirtschaft entwickelt. Das eine hat das andere bedingt. In anderen Ländern haben wir 4 Großbanken, wie in Frankreich, und darunter ist nichts. In Amerika haben sie die Situation, dass sich die Wirtschaft zu 75% am Kapitalmarkt finanziert und zu 25% aus Krediten. In Deutschland ist gerade umgekehrt, weil sich die Klein- und Mittelbetriebe nicht am Kapitalmarkt füttern, sondern die brauchen Kredite. Und deswegen bedingt das eine das andere. Deswegen muss man aufpassen, dass das Bankenbashing nicht überhand nimmt, sondern dass man sieht, dass die vernünftige, gute Finanzierung unserer Wirtschaft natürlich auch vom System und von der Funktionsfähigkeit der Banken mit abhängt. Aber jetzt könnte man sagen, das ist ja alles gut gelaufen, läuft ja eigentlich soweit ganz gut. Wir haben große Erfolge gehabt. Wir haben in Bayern sukzessive auch eine Steigerung der Einkommenssituation gehabt, auch eine Steigerung der Position zwischen den Ländern. Wir haben, ich weiß das noch, im Jahre 85, hast du rausgesagt, wir haben jetzt den Durchschnitt der Länder in Deutschland gerade überholt. Wir sind jetzt an der Spitze der Länder in Deutschland. Frage ist, braucht es da noch einen Wirtschaftsbeirat in der heutigen Situation? Und da kann ich nur sagen, ja. Denn wir müssen sehen, wie das Gleichgewicht zwischen Wirtschaft und anderen Themen heute ist, wie das Verständnis ist für das Wirtschaften, wie die allgemeine Sicht der Dinge ist. Wir haben in den letzten 30 Jahren erfahren, dass die Umweltpolitik einen immer höheren Stellenwert bekommen hat. Wir haben auch erfahren, dass der Sozialstaat immer stärker ausgebaut worden ist. Wir haben gesehen, dass die Regulierungsdichte zugenommen hat, national, aber auch international durch die Europäische Union. Wir haben erlebt, und das, glaube ich, kann man feststellen, dass das ordnungspolitische Verständnis sukzessive abnimmt und Ideologien wieder Platz greifen. Nach der Wiedervereinigung hätte man gedacht, diese Ideologien, planwirtschaftlicher Art, sozialistischer Art, die wären ein für alle Mal vorbei. Das ist es nicht. Wir erleben heute wieder, dass alte Gedanken wieder auferstehen. Wir haben erlebt, dass hier die Diskussion nicht ein für alle Mal beendet ist, dass die soziale Marktwirtschaft nicht zum Erfolgsmodell international oder weltweit wird, sondern dass man jedes Jahr und jederzeit dafür kämpfen muss. Die politische Situation heute stellt andere Herausforderungen als 48, 49 und die Jahre später. Zur Wirtschaft, zu der Betriebe und Arbeitnehmer gehören, hat sich in der öffentlichen Auseinandersetzung zu behaupten. Und die Wirtschaft ist tiefer verankert oder sollte es sein, als man es gemeinhin in der Debatte annimmt. Viele debattieren noch so, als sei die Wirtschaft in Anführungszeichen so ein gewisses Feindbild in der Gesellschaft. Meine Damen und Herren, und mit dem Irrtum muss man auch einmal aufräumen. Es hat in den 50er Jahren schon eine Diskussion gegeben zwischen Hannah Arendt und dem Wirtschaftswissenschaftler Röpke, wo die Frau Arendt gesagt hat, Freiheit in der Wirtschaft ist ein Minus zur Freiheit in der Politik oder zum Leben. Wo Röpke klar widerlegt hat und gesagt hat, Freiheit ist unteilbar. Entweder es gibt sie generell oder es gibt sie generell nicht. Aber es gibt sie nicht in Abstufungen. Und wenn wir heute anschauen, meine Damen und Herren, dann kann man sagen, dass der liberale Rechtsstaat, der aktivierende Sozialstaat, die parlamentarische Demokratie und die soziale Marktwirtschaft 4 tragende Säulen für eine freiheitliche Staats- und Gesellschaftsordnung sind. Und wenn man es genauer anschaut, dann sind die Artikel 1 bis 20 im Grundgesetz für alle 4 Säulen elementar. Das ist die Freiheit der Berufswahl und der Berufsausübung, das ist die Freiheit des Gewerbebetriebes, das ist die Freiheit der Berufsausbildung,
Das ist die Forschungsentwicklungsfreiheit, das sind sämtliche Freiheiten, die Sie hier finden. Das ist auch die Freiheit, seinen eigenen Konsum zu bestimmen. Jeder trifft jeden Tag wirtschaftliche Entscheidungen, wenn er zum Einkaufen geht, wenn er Nahrungsmittel kauft, wenn er einen Anzug kauft, wenn er sonst was macht. Wenn Sie heute einem sagen, das ist aber was Böses, weil das ist Wirtschaft, dann würde der wahrscheinlich sagen, du hast ein bisschen was im Kopf defekt. Wenn man aber die Leute hört, was sie an Wirtschaft oft verurteilen, dann wissen sie nicht, dass sie selber jeden Tag in irgendeiner Weise im Rahmen der freien Marktwirtschaft und der Wirtschaftsordnung tätig sind. Für uns ist das konstitutiv. Und das muss man auch den Leuten wieder erklären. Und man muss sie fragen, wollt ihr denn lieber, dass der Staat die Berufschancen zuteilt? Wollt ihr lieber, dass der Staat die Wohnung zuteilt? Wollt ihr lieber, dass der Staat euch zuteilt, wie ihr zu leben habt? Wollt ihr lieber, dass der Staat bestimmt, wie viele Typen an Autos es gibt? Oder was ist eigentlich gewünscht? Die Freiheitsrechte, die wir haben und die für alle Bereiche konstitutiv sind, sind auch die zentralen Rechte und Verantwortlichkeiten der Marktwirtschaft und der sozialen Marktwirtschaft. Und die Bindungen, die wir im Grundgesetz haben, sind auch die Bindungen für die soziale Marktwirtschaft. Deswegen habe ich auch nie verstanden, eine Diskussion, die gelautet hat, ja, gibt es einen Primat der Wirtschaft über die Politik oder einen Primat der Politik über die Wirtschaft? Das war im Rahmen der Globalisierung eine Diskussion, eine sehr seltsame, meine Damen und Herren. Es gibt beides nicht. Es gibt die Regelungskompetenz des Staates, weil auch die soziale Marktwirtschaft Regeln braucht, genauso wie das Zusammenleben der Menschen Regeln braucht. Es gibt aber innerhalb der Regelungskompetenz Grenzen. Dort, wo nämlich die Freiheitsrechte angegriffen oder substanziell angegriffen wären, von Produzenten und Konsumenten, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es gibt nicht ein Primat. Wie gesagt, Freiheit ist unteilbar. Es gibt die Rahmensetzung und es gibt die Möglichkeit und die Verpflichtung der in der Wirtschaft Verantwortlichen, in dem Rahmen eben tätig zu werden, ihre Chancen zu nutzen, ihre Möglichkeiten zu nutzen. Das ist eine vernünftige Auffassung des Verhältnisses zwischen Staat und Wirtschaft. Was sich mittlerweile auch entwickelt hat, meine Damen und Herren, das sind viele, viele Detailregelungen, über die sich viele derer, die in der Wirtschaft Verantwortung haben, tätig sind, beklagen. Die Regelungsdichte, die sich entfernt von einer marktwirtschaftlichen Ordnung mit Freiheit und Verantwortung, die man ja auch hat. Es ist schon eine komische Diskussion, wenn man sagt, wir haben alle Freiheiten, aber hätten keine Verantwortung. Jeder Betrieb, jeder Unternehmer hat seine Freiheit, hat seine Verantwortung. Und dem muss man nicht in jedem Schritt vorschreiben, was er denn verantwortlich zu machen hat und wie das Ganze auszuschauen hat. Das gehört auch mit zu vernünftigen ordnungspolitischen Vorstellungen. Der Einfluss der Wirtschaft auf die Politik, der Einfluss der Politik auf die Wirtschaft ist die Rahmensetzung. Der Einfluss der Wirtschaft auf die Politik, meine Damen und Herren, ist notwendig im Interesse einer sinnvollen Gestaltung dieser Rahmenbildung und im Interesse einer positiven Wirkung, möglichst positiven Wirkung, zumindest nicht negativen Wirkung, dieser Rahmenbildung auf die wirtschaftliche Gestaltung und die wirtschaftliche Tätigkeit. Ich habe im Übrigen nie was davon gehalten, wenn bestimmte Leute oder politische Richtungen sagen, Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Es ist nämlich falsch. Wirtschaft findet auch zwischen Staat und Wirtschaft statt. Wenn man allein die schulische Bildung nimmt, die akademische Bildung, die Forschung und die Entwicklung, die Ausbildung in den Betrieben und Berufsschulen, dann weiß man, dass der Staat auch im Hinblick auf die Wirtschaft vieles falsch machen kann und auch vieles richtig machen kann. Ein gutes Schulsystem hat positive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ein schlechtes Schulsystem hat negative Auswirkungen. Wenn Sie sich zurückerinnern an die ideologische Diskussion der 70er und 80er Jahre, dass Hochschulen mit der Wirtschaft eigentlich nichts zu tun haben dürften, dann war das immer schon Unsinn. Wir haben in den 90er Jahren das geändert und haben gesagt, wir fördern die Kooperation der Hochschulen mit der Wirtschaft. Die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung, auch bei der Ausbildung. Wo kommt denn nämlich der große Teil dann später? Wofür dienen die ihr Brot? Natürlich in der Wirtschaft. Und wenn der Staat nicht die Voraussetzungen schafft, dass die in der Wirtschaft entsprechend verwendbar sind, dann macht er mit der jungen Generation einen großen Fehler. Genauso ist es beim Thema Infrastrukturausbau, bei Straße, Schiene, Wasser und Luft. Jetzt auch beim digitalen Netz, meine Damen und Herren. Wenn wir den in Bayern nicht so vorangetrieben hätten, wie wir es gemacht haben, das waren unsere politischen Vorfahren, beim Ausbau von Universitäten in Passau, in Ringsburg, in Augsburg, in Bayreuth und in Bamberg, und beim Ausbau von Autobahnen,
das Netz, das wir jetzt haben, hat es ja früher nicht gegeben. Da hat es die Autobahn nach Berlin gegeben und hat es die Autobahn nach Würzburg und nach Salzburg gegeben und nach Stuttgart. Alles, was dazugekommen ist, kam im Laufe der Jahrzehnte dazu, war aber Voraussetzung dafür, dass Betriebe sich in den ländlichen Räumen gehalten haben, ausgebaut haben, investiert haben, produziert haben, dass wir jetzt eine Menge an Fachhochschulen haben, die zur Entwicklung in den Regionen beitragen. Das alles hat dazu beigetragen, meine Damen und Herren, dass die Landkreise bei uns heute nicht mehr Bevölkerung abnehmen, sondern zunehmen. Und wir haben das vorgemacht, dass es nicht zwangsläufig zur Urbanisierung in dem Sinne kommt, dass alle Arbeitnehmer in die großen Städten gehen, die im Übrigen mit dem Problem gar nicht mehr fertig werden. München ist ja zwar eine Großstadt, aber im internationalen Vergleich keine allzu große. Nur mit den Verkehrsproblemen wird man heute schon nicht fertig. Also wenn man das nicht gemacht hätte, auch staatlicherseits die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich die Wirtschaft, auch Klein- und Mittel- und Großbetriebe, in den Regionen so entwickeln, wie sie sich entwickelt haben, wäre das nicht passiert. Und deswegen findet Wirtschaft nicht nur in der Wirtschaft statt. Und deswegen bin ich ein alter Anhänger davon, dass sich die Wirtschaft in die politischen Prozesse einbinden muss und einbringen muss. Und wo es ohne die Politik nicht geht, das sind einige Beispiele, zum Beispiel der Schutz des geistigen Eigentums. Das ist ein funktionierender Rechtsstaat, von dem die Wirtschaft massiv auch abhängig ist. Schauen Sie nach Russland, schauen Sie nach China, wo man all das genau beklagt, weil das nicht funktioniert, oder in anderen Ländern. Das sind auch der aktivierende Sozialstaat. Das ist die Suche nach Fachkräften. Und das wäre oder ist die Energiepolitik, die seit der Energiewende so unüberschaubar geworden ist, dass die meisten sie nicht mehr verstehen. Die verstehen sie nur noch, wenn sie die Rechnungen lesen und sehen, dass es teurer geworden ist. Ähnlich ist es bei der Klimapolitik, wo Ihnen heute keiner genau sagen kann, was am Schluss dabei rauskommt. Und für mich ist ein weiterer Punkt interessant für die Notwendigkeit, nicht nur diese Themen zu diskutieren, sondern für die Notwendigkeit, sie auch politisch zu diskutieren und den Dialog zu pflegen. Wenn man vergleicht 48 in Bayern, 49 im Bund oder 46 in Bayern, die Zusammensetzung der Parlamente, dann waren damals viele Unternehmer, Handwerker, Mittelständler, Vertreter von Großbetrieben in den Parlamenten. War eine Selbstverständlichkeit. Und die haben ihr Wissen und ihre Erfahrungen eingebracht. Auch ganz selbstverständlich. Weil es ja zur weiteren Entwicklung gehört hat. Wenn Sie es heute anschauen, dann ist das erheblich dünner geworden. Um nicht zu sagen ganz dünn. Das ist ein Problem. Weil damit die Zusammensetzung der Verantwortlichkeiten der Menschen im Land nicht mehr wiedergegeben wird. Das ist eine Sache. Und eine zweite Sache. Die gibt es eigentlich so nur in Deutschland. Wir haben bei den drei Säulen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik faktisch keinen Austausch. Das sind Ausnahmefälle. Dass einer einmal von der Politik in die Wirtschaft geht oder von der Wirtschaft in die Politik. Die meisten sagen, mag ich gar nicht hin zu dem Ding und ich bin dann der Fußabstreifer vieler in der Bevölkerung. Das tue ich mir auch nicht an. Und aus der Wissenschaft gehen nur noch wenige raus, in die Politik, eher in die Wirtschaft. Wir haben diese drei Säulen getrennt voneinander relativ stark. Wir haben das in anderen Ländern nicht. Da ist es selbstverständlich, dass man es mischt auf bestimmte Zeit. Da geht das sehr viel leichter. Weil wir das so haben, ist der Dialog zwischen Wirtschaft und Politik und ich sage auch dazu zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und Politik zentral wichtig. Und es ist eine Aufgabe auch des Wirtschaftsbeirates, diesen Dialog auch mit der Wissenschaft und der Wirtschaft und der Wissenschaft und der Politik mit zu organisieren. Das ist zentral bedeutsam. Wir hören ja auch die Klagen, dass viele sagen, ja, wir haben zu wenig Gesprächspartner in der Wirtschaft, meine Damen und Herren. Wir sind in der Lage, die Gesprächspartner alle herzuholen, mit denen zu diskutieren. Wir sind auch, glaube ich, uns unterstellt man nicht Lobbyismus, weil wir eine Bandbreite haben an Themen, wo man nicht einfach irgendwelches Lobbytum unterstellen kann. Wobei ich sage, das ist sowieso eine falsche Diskussion. Aber da gehört auch gegenhalten. Und es gibt einen dritten Punkt, warum das Ganze wichtig ist. Wir haben unterschiedliche Entscheidungsprozesse in der Wirtschaft und in der Politik. Wenn Sie heute manche Versammlungen halten oder Veranstaltungen mit Wirtschaftsvertretern, dann sagen die, ja, da ist ein Problem. Das, was Sie dazu sagen, ist richtig. Warum wird das nicht so entschieden? Und wenn wir ein Problem haben in unserem Betrieb, dann diskutieren wir das. Dann werden die Dinge abgewogen, dann wird entschieden, dann wird umgesetzt. Am selben Tag oder am Tag drauf. Warum geht das bei euch nicht? Ja, es geht nicht, weil wir,
weil wir unterschiedliche Fraktionen haben, unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Ansichten, ein breites Spektrum in der Presse und auch andere Prozesse. Wenn irgendeine Entscheidung fallen soll, dann wird eine Initiative eingebracht, dann reden einmal verschiedene Ausschüsse mit, in den Ausschüssen auch verschiedene Persönlichkeiten, dann redet das Parlament mit, dann redet die Regierung, dann geht es vielleicht nochmal in eine Runde und dann ist ein halbes Jahr bis ein Jahr vergangen, bis einmal ein Gesetz zustande kommt. Für die Wirtschaft nicht vorstellbar. Und darum sagen manche in der Wirtschaft, ihr bringt ja nichts zusammen. Und wenn man sagt, wenn es so schnell ginge wie bei euch, dann wäre bei uns in manchen Fällen die Demokratie in Gefahr. In einer schönen Diktatur kann man das machen. Aber in einer Demokratie in der Regel nicht. Aber das Verständnis für die Entscheidungsprozesse ist aus eigener Erfahrung nicht da. Darum wäre es ganz gut, wenn manche Wirtschaftler auch eine ganze Zeit in der Politik verbringen würden, und sei es nur die Kommunalpolitik oder auch andere Gremien, um genau das zu erleben und das mitzubekommen und zu sehen, wie schwierig es auch ist, in der Politik einige Dinge durchzusetzen und umzusetzen. Der Betrieb ist halt hierarchisch geordnet und das ist in Ordnung, weil er das sein muss aufgrund seiner Effizienz. Die Politik ist das nicht. Und es gibt darüber hinaus, meine Damen und Herren, eine Reihe von Themen, die von einzelnen Verbänden nicht behandelt werden, aber behandelt werden müssen. Das sind Grundsatzfragen der sozialen Marktwirtschaft. Das ist jetzt der aufkommende Protektionismus. Der greift allerdings weiter um sich. Das sind die Thematiken Innovationen bei Produkten und Betrieben und Märkten. Das ist mittlerweile Gott sei Dank ein allgemeines Thema geworden. Das ist, ich muss es noch einmal sagen, das Thema Energiepolitik, auch wenn es viele nicht mehr hören können. Aber das ist ungelöst. Und das zu lösen, ist mit eine gemeinsame Aufgabe. Das ist das Thema Globalisierung, wo viele aus emotionalen Gründen heute negativ argumentieren und dem gegenüberstehen. Tatsache ist, dass alle Regionen, alle Kontinente, die sich an der Globalisierung beteiligt haben, einen Zuwachs hatten an Wohlstand, einen Zuwachs hatten an Einkommen, einen Zuwachs hatten an Arbeitsplätzen, auch einen Zuwachs hatten an Lebenserwartung. Dass die Globalisierung sich für alle, die sich beteiligt haben, positiv ausgewirkt hat. Das wird von vielen verkannt, missachtet, negativ dargestellt. Es ist falsch, denn ohne diese Tendenzen könnten wir heute in Deutschland bei weitem nicht so viele Menschen beschäftigen, wie wir das tun. Hätten nicht den Wohlstand, hätten nicht die internationale Konkurrenzfähigkeit. Und genauso, das habe ich vorher erwähnt, der Konnex zwischen Bankensystem und Wirtschaftsstruktur. Ich gehe einen Schritt weiter, ein vernünftiges Steuersystem, Steuerpolitik. Die Entbürokratisierung habe ich erwähnt, den weiteren Ausbau der Infrastruktur, die Beschäftigung von älteren Mitbürgern. Hier hat der Wirtschaftsbeirat eine große Rolle gespielt. Und ein Thema, das zwar jeder einsieht, aber keiner behandeln will, das ist das ganze Thema Thematik der wehrtechnischen Industrie in Deutschland. Jeder sagt, Verteidigung braucht man, die Sicherheit braucht man, aber über diese Themen redet man lieber nicht. Sie finden das auch nicht in den öffentlichen Medien. Notwendig ist es, und die Dinge voranzubringen, ist notwendig durch den Dialog, den wir zwischen Wirtschaft und Politik und Wissenschaft betreiben, wo wir zentrale Themen austauschen, Argumente bewerten, Themen und Probleme zu lösen versuchen, zur Lösung beitragen, meine Damen und Herren, durch Veranstaltungen, durch viele Konzepte, die geschrieben worden sind, durch Hintergrundgespräche, die wir führen, Kamingespräche etc., da lässt sich einiges voranbringen. Ich habe es gerade erwähnt, das Thema flexible Altersgrenze ist entstanden aus einer Versammlung des Wirtschaftsbeirates, wo über dieses Thema, nicht über die flexible Altersgrenze, sondern über die Beschäftigung Älterer diskutiert worden ist. Und ein Mittelständler aufsteht und sagt, ja, was ihr erzählt, ist recht schön, aber ist ein großer Schmarrn, weil die gesetzlichen Regelungen ganz anders sind. Wenn ich einen beschäftige über 65 hinaus und ihn vorher nicht kündige, ist ja bei der nächsten Restrukturierung der im Sozialbereich mit den höchsten Punkten. Außerdem muss ich für den Rentenbeitrag bezahlen, er auch noch. Und dann muss ich einen Arbeitslosenbeitrag bezahlen. Obwohl dann, wenn der arbeitslos wird, der nicht mehr arbeitslos wird, weil er nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Und. Wir haben das überprüft, das hat gestimmt. Wir haben das verschiedenen Leuten übermittelt in der Politik. Auf Bundesebene vor der letzten Bundestagswahl Reaktion weitgehend gegen null. Nach der Bundestagswahl, als die Rente mit 63 gekommen ist, wieder verschickt, wieder an die gleichen Leute und plötzlich war es ein Thema Flexibilisierung der Altersgrenze. Wenn man mit der Rente runtergeht, muss man raufgehen können mit der Beschäftigung. Und könnte ich jetzt eine ganze Reihe von Beispielen aufzählen, wo der Anstoß von uns gekommen ist. Meine Damen und Herren, zur Schlussbemerkung für mich oder kurze Schlussbemerkung zu dem Thema selber. Der Inhalt der Arbeit bei uns bestimmt die Organisationsstruktur.
Wir haben über 20 Fachausschüsse, wir haben eine ganze Menge Regionalverbände. Wenn man heute zentral die Themen steuern wollte, die hier alle stattfinden, wäre man völlig überfordert. Wer weiß schon alles, was im Bereich Finanzen los ist? Wer weiß, was im Bereich der Hochschulen los ist? Wer weiß, was bei mittelständischen Betrieben los ist? Wer weiß, was im Dienstleistungsbereich alles los ist, was an zentralen Fragen da sind? Kann einer alleine und können mehrere zusammen nicht wissen. Deswegen ist es gut, dass alle diese Arbeitskreise autonom oder Fachausschüsse autonom arbeiten, ihre Themen selber bestimmen, ihre Referenten selber bestimmen, alles das in eigener Regie machen und dann auch sehen, was muss politisch umgesetzt werden oder wo diskutieren wir weiter, um zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Das ist gut und das ist richtig und das zeigt die Breite nicht nur der Themen, die wir behandeln, sondern auch die Breite der Verantwortung. Und das zeigt aber auch die hohe Verantwortung, die diese Fachausschüsse und ihre Vorsitzenden haben. Ohne die ging es nicht. Und ohne die Freiheit für die, dass sie alles das selber bestimmen, ging es auch nicht. Genauso ist es bei den Regionalvorsitzenden, die natürlich sehr genau wissen, was bei ihnen los ist, an politischen Entscheidungen notwendig ist, was an Themen vorangebracht wird, wie man dafür Mitstreiter gewinnt, wie man die Gespräche mit politisch Verantwortlichen führt. Das ist von zentraler Bedeutung. Damit bringt man Themen in der Meinungsbildung voran. Und das ist am Schluss das, was die politische Wirkung des Wirtschaftsbeirates ist. Es ist nicht so, dass wir Dinge eins zu eins umsetzen in der Politik. Es ist aber so, dass wir einen gewichtigen Beitrag zur Diskussion liefern können durch unsere öffentlichen Veranstaltungen, über Hintergrundgespräche, über Konzepte, die formuliert werden, wo immer hoher Sachverstand dahinter steckt, respektabel, hochrespektabel, die wir dann an die Mandatsträger, an die politisch Verantwortlichen heranbringen, wo wir eine breite Wirkung erzielen können, in vielen Fällen durch eine gründliche Diskussion, wo wir eben dann nicht in der tagespolitischen Auseinandersetzung stehen. Und das will ich auch dazu sagen, weil manche sagen, ja, so viel liest man nicht von euch, meine Damen und Herren. Wir haben nicht die politische Auseinandersetzung, die in den Parlamenten stattfindet, wo man sich gegenseitig kritisiert und so jeden Tag. Können wir nicht, sollen wir aber auch nicht, weil wir Gesprächspartner haben wollen in verschiedenen Parteien und die auch haben. Und ich sage es jetzt mal drastisch, ich kann nicht einen am Donnerstag verprügeln, wenn ich am Freitag mit ihm reden will. Ist ganz normalerweise so. Deswegen sind wir in öffentlichen Äußerungen zwar nicht zurückhaltend, aber wir sind sehr sachbezogen und sehr konkret und gehen der tagespolitischen Auseinandersetzung natürlich in gewisser Weise aus dem Weg, weil wir aufgeschlossene Gesprächspartner und eine gute Atmosphäre haben wollen. Und alle diese Aufgaben, die haben wir zu erledigen, die hat das Präsidium zu bewältigen, das haben die Fachausschussvorsitzenden zu leisten, das haben die Regionalvorsitzenden zu leisten und das hat in erster Linie zu koordinieren der Generalsekretär des Wirtschaftsbeirates. Und da kann ich sagen, lieber Jürgen, du hast es in den letzten 8 Jahren, oder wie lange es war, in ganz hervorragender Weise gemacht. Und dafür will ich dir ganz persönlich ganz herzlich danken. Und ohne Ihnen, Herr Kammer, irgendwas in der Würdigung wegzunehmen, ich glaube, die persönliche Anmerkung darf ich machen. Wir kennen uns ja seit langen Jahren. Du warst, als ich 93 Wirtschaftsminister wurde, damals Referatsleiter in der Grundsatzabteilung, dann Abteilungsleiter dieser Abteilung. Und dann stellvertretender Amtschef. Im Übrigen, Herr Schachtner, dein Nachfolger, hat genau diese Stufen auch hinter sich. Wenn ich so richtig sehe, ist der dein Zögling. Also verlassen wir uns darauf, dass wir eine gescheite Wahl getroffen haben. Dir. Aber ich erinnere mich auch, als ich Nachfolger werden sollte von Herrn Dr. Soltmann, habe ich zu dir gesagt, ich mache es nur, wenn der Herr Hofmann den Generalsekretär macht. So war es. Und wir sind gemeinsam zum damaligen Wirtschaftsminister marschiert und haben gesagt, so, wir hätten gerne den Herrn Dr. Hofmann für diese Aufgabe. Und dann hat er ein bisschen gemurmelt, aber dann hat er gesagt, okay, das machen wir. Und damit kam Herr Dr. Hofmann als Generalsekretär zum Wirtschaftsbeirat und darum war ich froh. Und für mich war es eine Voraussetzung, ich sage es noch einmal, sonst hätte ich es nicht gemacht, weil ich weiß, dass Dr. Hofmann absolut verlässlich war und ist, dass er eine eigenständige Führung seiner gesamten Aufgaben macht,
gemacht hat im Wirtschaftsministerium und hier auch in ganz exzellenter Weise, dass er eine ungeheure Präsenz gehabt hat. Ich glaube, du warst immer der Erste, der gekommen ist in die Geschäftsstelle und der Letzte, der gegangen ist. Zweimal nicht. So. Ja. Du warst bei den Veranstaltungen in München, soweit ich weiß, bei allen da und in den Regionen fast allen oder allen, das kannst du noch selber sagen. Das ist ein Zeitaufwand und ein Kraftaufwand, wie es ihn bisher nicht gegeben hat. Und das will ich in aller Präzision sagen. Das ist ein Aufwand, der großen Respekt verdient. Er ist ja zum Leidwesen seiner Frau jeden Tag um 5 aus dem Bett gehuscht und in den Zug und dann irgendwann spät nachts heimgekommen. Nein, ich muss sagen, das ist ein Aufwand an Energie und Kraft und Geist und Zeit, wie wir ihn bisher nicht hatten, und dafür einen großen Dank. Und ich muss dazu sagen, wir haben früher im Wirtschaftsministerium gut kooperiert. Wir haben dann im Wirtschaftsbeirat in der ersten Zeit ein kameradschaftliches Verhältnis, ein positives Verhältnis gehabt. Daraus ist Freundschaft geworden, persönliche Freundschaft. Und dafür sage ich persönlich einen großen Dank. Herzlichen Dank. Schöne Dinge geben. Das eine ist das Buch, nicht mit dem Karton wie hier, sondern mit einem schönen, präzisen Einband, sodass es auch ganz von alleine steht. Der Inhalt ist ja sowieso fast insgesamt von dir oder weitgehend von dir, bis auf die, ja, bei den Positionspapieren warst du bei jedem dabei. Das sei eine Erinnerung, und die zweite Erinnerung ist ein Briefbeschwerer aus Nymphenburger Porzellan. Der passt zwar nicht auf das Ding drauf, aber auf die sonstigen Schreiben, die du nach Hause bekommst. Und ich kann das sagen, verwende ihn, wenn der Stapel erst zu groß ist, leg den drauf und dann wird er kleiner, dann ist deine Frau gleich ruhiger. Okay. Und dir, liebe Brigitte, möchte ich für die Eigenschaft, dass du das Ganze erduldet und zumindest ertragen hast, einen Dankesstrauß übergeben. Und ich hoffe, er dient sowohl als Entschuldigung für uns, als auch als Freude für dich. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Dr. Hofmann, nachdem unser Präsident Dr. Otto Wiesoy so überzeugend vom Selbstverständnis des Wirtschaftsbeirats in Bayern, in dem wir uns alle wiederfinden, gesprochen hat, kommt mir die Ehre zu, einige persönliche Worte an unseren Generalsekretär Dr. Jürgen Hofmann zu richten. Worüber ich mich aber sehr freue, tue ich es doch gerne und aus vollem Herzen. Wir werden ein wenig auch zurückschauen in ein paar Jahre bayerische Wirtschaftsgeschichte. Das geht nicht ohne, denn sonst versteht man manches nicht. Es wird also ein wenig vielleicht auch Wiederholung sein. Waren das geschäftsführende Präsidium und der aus ihm hervorgegangene Vorstand zusammen im Besonderen das Leitungs- und Steuerungsorgan des Wirtschaftsbeirats Bayern, so war Dr. Hofmann das schlagende Herz, die unermüdliche Kraftquelle, die den Kreislauf in Schwung hielt, alle Adern, und ich möchte mal sagen, sogar die Kapillaren in den Bezirken und in der Provinz erreichte und versorgte. Und Herzen schlagen bekanntlich 24 Stunden am Tag. Aber es war auch noch mehr. Die Wissenschaft hat längst herausgefunden, dass wir nicht nur ein Gehirn haben, in dem die Gedanken entstehen, sondern dass wir im Innern über ein zweites Steuerungssystem verfügen, endvernetzt mit dem ersten, das die Nervenzellen anregt, Tempo vorgibt, falls nötig Immunreaktionen entwickelt, und es verhilft zu großen Glücksgefühlen, wenn wir etwas Schönes erleben. Und dazu hatten wir häufig Veranlassung während der Zeit seiner Verantwortung als Wirtschaftsbeirat.
Aber beginnen wir mit der Person. Er wurde 1946 in Hessen geboren, wo die Familie heimisch wurde, nachdem sie in Hamburg durch die Luftangriffe nicht nur Mitglieder, sondern auch alles andere verloren hatte. Da der Vater beruflich in Fürth in Bayern seinen Tätigkeitsschwerpunkt hatte, zog die Familie dorthin, wo Jürgen Hofmann dann auch das Abitur ablegt. Bayerns Schulsystem war immer anspruchsvoll, klar und auch streng, weil man bis heute im Gegensatz zu anderen Bundesländern weiß, dass davon letztlich die Bildung von wirklichen Eliten entscheidend abhängt und hier das geistige Kapital der nächsten Generation heranwachsen soll. Die Aufnahmeprüfung in die Oberrealschule war schwer, aber wen wundert's? Er wurde als einer der ganz wenigen, die sie damals bestanden, aufgenommen. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Und was sind die treibenden Gestaltungskräfte der modernen Wirtschaft und Staatlichkeit? Diese beiden Fragen standen im Raum, wo es weitergehen sollte. Die erste Frage hat nicht nur den Faust beschäftigt, sondern auch unseren jungen Jürgen Hofmann, der sich der Kernenergie und hier speziell der Kernchemie verschreiben wollte. Er wählte sie auch als Leistungsfach. Bei der Bundeswehr aber, wo er in der Bruchsal in Sonthofen bis zum Leutnant der Reserve brachte, kam dann die Ernüchterung. Diese Einheit der ABC-Abwehr, für die, die nicht beim Militär waren wie ich, A steht für atomar, B für biologisch, C für chemische Waffen, das war nicht seine Sache. Diese Art seiner Kriegführung war seinem verantwortlichen Menschenbild so wenig nah, dass er sich von der Chemie abwandte und sich der zweiten Frage folgend, was sind nämlich die treibenden Kräfte für Wirtschaft und moderne Staatlichkeit, für die Volkswirtschaftslehre entschied. Schwerpunkt wurde hier die Geldpolitik. 1973 schloss er das Studium an der Uni Erlangen-Nürnberg als Diplom-Volkswirt ab. Akademische Fortbildung, ja. Der Wissensdurst war immer noch unersättlich. Aber genug der Modellschreinerei, wie er das damals erkannte und nannte. Professor Zeitler wird es vielleicht nicht so gern hören. Aber hier ging es um angewandte Wissenschaft, Kosten- und Nutzenanalyse. Und dies sollte nicht nur das Thema seiner Dissertation und Promotion werden. Jeder Einsatz wird erstmal auf mögliche Folgen, gute und schlechte, überprüft. Ein heilsames Vorgehen. Wir haben beim Wirtschaftsbeirat durchaus davon profitiert. Erstmal loslegen und dann schauen, was rauskommt, das ist nicht Jürgen Hofmann. Der Streit der Wissenschaft, der damals auch in Augsburg tobte, hat die Weichenstellungen der Weltpolitik mit beeinflusst. Nicht Augsburg, die Weltpolitik, aber der Streit. Wir erinnern uns an den Beginn der 80er Jahre. Ronald Reagan warf das Steuer in den USA herum und hat letztlich die Sowjetunion mit richtiger Wirtschaftspolitik in den Ruin getrieben. Die Anhänger zweier Hauptrichtungen standen sich gegenüber. Keynes, Nachfrageorientierung zählt, sonst nichts. Milton Friedman, nein, die angebotsorientierte Wirtschaft, der richtige Weg. Es ging hin und her. Und am Schluss löste endlich Herbert Giersch vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, den ich auch mal persönlich kennenlernen durfte, mit nicht unwissenschaftlichem Humor die Frage nach dem richtigen Weg. Meine Damen und Herren, sagt er, was halten Sie eigentlich von der angebotsorientierten Nachfrage? Es war Zeit, kein nachfrageorientierter Wissenschaftler zu werden, sondern endlich mit Hand anzulegen, an Entscheidungen mitzuwirken, da wo sie fallen, und das Land mitzugestalten. Das war das Ziel. Das Bayerische Wirtschaftsministerium bot für pragmatisches, zielgerichtetes Denken ein ideales Tätigkeitsfeld. Und jetzt beginnt sich ein roter Faden auszurollen, der bis heute sichtbar ist und auch bis zu unserem neuen Generalsekretär Schachtner führt. Andreas Müller-Armack, unser langjähriger, hochgeschätzter Generalsekretär, steckt Dr. Hofmann mit ein und dazu auch noch im Fachreferat Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik. Es ging um die großen Fragen, zu denen Grundsatzpapiere erstellt werden mussten. Auswirkungen der Globalisierung, Dr. Wieser hat es schon genannt, Vorbereitung des europäischen Binnenmarktes und dabei immer mit der Zielsetzung Stärkung des Wettbewerbs der bayerischen Wirtschaft. Hören wir unseren Jubilar zu Müller-Armack. Er verstand Konzept und Geist des Ministers, damals Jaumann, aufs Beste. Ich verdanke ihm viel, aber er korrigierte in meinen Entwürfen Satz für Satz. Der Jubilar meint aber heute,
das war nicht zu meinem Schaden. Die Wiedervereinigung kam und Bayern widerstand allen Einflüssen einer Anpassung an sozialistische Modelle. Franz Josef Strauß sprach nur von liberal-sozialistischer Misswirtschaft, die im Freistaat niemals einziehen dürfe. Und 1992 kam die Europäische Union. Jürgen Hofmann erinnert sich. Der bayerische Wirtschaftsminister August Gustl Lang hatte eine europapolitische Rede dazu bei mir in Auftrag gegeben. Mir ist er. Diese fiel so überzeugend aus, dass der Minister schmunzelnd sagte, ich wusste gar nicht, welch glühender Europäer ich bin, aber schreiben Sie mal ruhig weiter. 1993 übernahm unser Präsident Dr. Otto Wiesheu das Wirtschaftsministerium. Und jetzt beginnt eine glückliche Zusammenarbeit mit dem Leiter der Grundsatzabteilung, Dr. Hofmann. Wenn wir heute Wirtschaftsdaten hören, klingt es fast unglaubhaft. Aber 1993 bis 1995 hinkte die globale Konjunktur, krachende Lohnabschlüsse, hier zitiere ich Herrn Hofmann, und zigtausende von Arbeitsplätzen gingen verloren, Jahr für Jahr. Der Wirtschaftsminister, so erlebte ihn der Leiter seiner Grundsatzabteilung, kämpfte mit aller Kraft gegen diese Entwicklung. Bayern braucht eine offensive Zukunft, Neues fordern, altem nicht nachjammern, was weg ist, ist weg, es muss durch Neues ersetzt werden. Wandel nicht erleiden, sondern sich an die Spitze setzen, drauf kommt's an. Und der Minister selber war der Erste, der das umsetzte. Durch engste Zusammenarbeit mit seiner Grundsatzabteilung und ihrem Leiter ab 98. Und mit vielen bayerischen Unternehmern, von denen er manche vor Schlimmem bewahrte oder auch aus Krisen rettete. Die Anpassung im Ministerium war enorm, die Anspannung war enorm. Dr. Hofmann verfolgte oft genug die Redenschreiberei noch bis in seine Träume. Ein für beide Herren typischer Traumverlauf. Er eröffnete dem Minister, der gerade ins Maximilianeum gehen wollte, um eine wichtige Rede zu halten, die er vorbereiten sollte, dass leider die Rede noch nicht mal zur Hälfte fertig war. Den Rest werde man während der Rede nachliefern. Herr Wieser regte sich noch gar nicht sehr auf und ging. Dann aber stellt der Träumende fest, verdammt nochmal, noch nicht mal der ganze Inhalt ist ja mit Brüssel abgestimmt. Also ab nach Brüssel mit dem Flieger. Dort an der bayerischen Verbindungsstelle ein Schild, unbekannt verzogen. Gott sei Dank war an dieser Stelle der Traum zu Ende. Aber jetzt wieder zur Realität. Entschuldigung, muss ein bisschen was trinken. Wurde Dr. Hofmann zum stellvertretenden Amtschef ernannt. Eine neue Kultur der Existenzgründer wurde geboren und mit allen Mitteln gefördert. Die Erfolge dieses Einsatzes blieben nicht aus. Der Staat baute Schulden ab. Und wenn wir heute hinschauen, so erleben wir, Bayern hat 2016 allein wieder 6 Milliarden in den Finanzausgleich eingezahlt. Und bis in die 80er Jahre war das Land auf der Empfängerseite. Nebenbei, die Empfängerländer sind bekannt. Berlin allein, um es nur mal zu sagen, hat in einem 10-Jahres-Zeitraum 44 Milliarden aus diesem Topf entnommen. Aber schauen wir noch mal zurück. Die Herausforderungen waren beileibe noch nicht zu Ende. Es kam die Finanzkrise mit den wertlosen, aber schön verpackten Wertpapieren, besser gesagt versteckte, und dieser zerplatzenden Kreditblasen in astronomischer Höhe, den nicht nur Lehman in den USA zum Opfer fiel, sondern auch die Hypo Real Estate und auch die Bayerische Landesbank nicht verschonte. Die Rettung der Landesbank allein trieb die Staatsschulden von ca. 20 auf ca. 30 Milliarden in die Höhe. Was dieses Geschehen für das Wirtschaftsministerium, seine Grundsatzabteilung und vor allem seinen Amtschef bedeutete, kann man sich ganz leicht ausmalen. 2005 war Dr. Otto Wiesheu gegangen. Es folgten 3 weitere Minister und dann, nachdem er im Juli 2009 Präsident des Wirtschaftsbeirats geworden war und Andreas Müller-Amag in den Ruhestand ging, kam für unseren Dr. Hofmann das attraktive Angebot, ob er nicht kommen wolle und Müller-Amag als Generalsekretär folgen. Und wir sehen wieder den schon erwähnten roten Faden. Und dieser rote Faden steht für Kontinuität in Konzeption,
Verständnis aus gemeinsamer Erfahrung auch nach außen. Nähe zur Wirtschaft, Freude am Neuen, Verständnis für die Wissenschaft, für Unternehmertum, aber auch Krisenerfahrung, schnelles Handeln, Sorgfalt mit den finanziellen Ressourcen und der Erhaltung des Wohlwollens der Mitglieder. So stand Dr. Jürgen Hofmann stets für die in jahrelanger Zusammenarbeit erprobten Handlungsanleitungen. Gründliche Analyse, sorgfältige Wortwahl, wir erinnern uns. Herr Müller-Ahmer korrigierte Satz für Satz, unvergessen. Treffende Redetexte, abgestimmte Konzepte und, einmal als richtig erkannt, konsequente Umsetzung. Am Wirtschaftsbeirat liebte er, wie er mir sagte, und was wir auch alle schätzen, die breite Themenaufstellung. Herr Wieser hat es genannt, seine interessanten Menschen und den direkten Kontakt zu ihnen. Der BBU hat mit den Unternehmen gemeinsam, dass er letztlich sterblich ist. Seine Existenz und Fortdauer muss immer neu erarbeitet werden und wird von der Zufriedenheit der Mitglieder getragen. Erinnern wir uns an die Überzeugung von der Kosten-Nutzen-Analyse? Wir haben Dr. Jürgen Hofmann als unermüdlichen, überall präsenten, gedanken- und hilfreichen Unterstützer der Konzepte der verschiedenen Ausschüsse des WBU über nunmehr 6 Jahre erlebt. Er konnte sich mühelos in jedes Thema einarbeiten, führte eine elegante, sichere Feder, überzeugte auch Widerständler, die er oft genug mit entwaffnender Klarheit auf den richtigen Weg führte. Seine Präsenz war allgegenwärtig. Wir haben es schon gehört, bei fast jeder Veranstaltung war er anwesend, bis in die fernsten Regierungsbezirke, führte ihn seine Überzeugungsarbeit, sein Netzwerk riesig. Aber nicht nur in Bayern. Als ich ihn einmal bat, in der kleinen Odenwaldstadt Bärfelden, die meiner Familie viel bedeutet, mit einer Rede bei dem Neujahrsempfang eine aufrüttelnde Botschaft durch bayerische Vorbilder zu übermitteln, tat er dies sofort und mit Bravour. Aber bayerischen Vorbildern zu folgen, ist für andere Bundesländer manchmal nicht so einfach. Sein Humor ist fein, trocken und pfiffig, nie plakativ. Bei viel Erfolg kommen auch interessante Mandate, ganz von selbst. So wurde er über die Jahre nicht nur in den Aufsichtsrat der Bayerischen Staatsforsten berufen, sondern auch in der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft und in den Beirat der Ferngas Nordbayern. Lange Zeit war er stellvertretender Vorsitzender des IFO-Nutzerbeirats und ist auch heute noch Mitglied des Kuratoriums dieses in Deutschland und Europa hoch angesehenen Instituts. So steht eine eindrucksvolle Persönlichkeit vor uns, der wir zu großem Dank verpflichtet sind. Aber es ist noch nicht alles. Auch nur mit unseren Schwächen sind wir ganze Männer. So wird aus dem Umfeld der Erfolgreichen auch immer manches Lustiges berichtet. So sicher Jürgen Hofmann für Wirtschaft und Staat für Richtung sorgte und immer wusste, wohin er gehen sollte, so schwierig war das scheinbar, wenn man in der Stadt etwa beim Aussteigen aus der U-Bahn die Richtung wählen sollte. Wenn er die eine einschlug, so wurde erlebt, was mit Sicherheit die andere. Alles wartete schon drauf. Es wurden auch Wetten abgeschlossen, wie viele Bügel er jedes Mal vom Kleiderständer herunterfallen würden, wenn er von der Garderobe den Mantel abnahm. Die komplizierte Suche nach dem Handy war die Regel, aber das teilen ja viele von uns mit ihm. Aber auch wenn mal 5 bis 6 Seiten plötzlich vom Bildschirm verschwanden, wurde dies mit kräftigen Ausdrücken aus dem reichen bayerischen Sprachschatz begleitet. Fiel mal der Strom aus, war der Kommentar aber dann ganz anders und aufbauend. Anfragen beim Netzbetreiber, warum denn? Kostet doch nur Zeit. Aber jetzt wird es vielleicht etwas ruhiger, ganz im Sinn von Frau Hofmann, der wir an dieser Stelle schon mal besonders danken wollen für all die Geduld, Unterstützung und den Ausgleich, den sie Ihnen, lieber Herr Hofmann, über viele Jahre gab. Auf vieles musste sie für den BBU verzichten. Wir wissen, dass es viel Schönes und Interessantes gibt, das Sie nun in den kommenden Jahren gemeinsam erschließen, verstehen und auch genießen wollen. Und Neugier hält jung. Da ist die Freude an Reisen, an Geschichte, Philosophie, Kosmologie und in den letzten Jahren auch immer mehr die Geschichte der Religionen und ihre Auswirkungen auf den Menschen, auf Staaten und ihre Geschichte. Reiseziele sind, wie Sie mir sagten, Lateinamerika, Spanien, Asien, ach, eigentlich die ganze Welt. Aber nicht Kuba oder Nordkorea. Das scheidet aus. Das braucht es nicht.
Auch drei Kinder, die Sie haben, werden Sie jung halten. Sie können offen auch nach vorn schauen, aber auch in Zufriedenheit zurück, wenn Sie Ihr berufliches Leben an sich vorbeiziehen lassen. Der Wirtschaftsbeirat hat vielleicht die meisten Vorteile daraus gezogen. Tatkraft, Neugier, klares Denken, erprobte Konzeption, alles durch Erfahrung, gute und schlechte, geläutert. Aber der rote Faden geht noch weiter. Aus dem bayerischen Goldfischteich, nämlich dem Wirtschaftsministerium, ist nun auch Ihr Nachfolger zu uns gekommen, Dr. Jörn Schachtner. Schon die ersten Monate haben alle für ihn eingenommen. Unvoreingenommen, hilfsbereit, kenntnisreich, wen wundert's, modern im Denken und Freude an besonderen Herausforderungen und komplexen Fragestellungen. So schauen wir mit viel Zuversicht und Mut in eine Zukunft, die wohl einiges von uns abverlangen wird. Dr. Hofmann, so darf ich, glaube ich, im Sinne aller sagen, hat sich für den Wirtschaftsbeirat und den Freistaat verdient gemacht. Grüß Gott, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Wirtschaftsbeirats, vor allem aber lieber Hofmann, liebe Frau Hofmann. In der Politik gibt es den Satz, ein Freund ist ein Mensch, den man mag, obwohl man ihn kennt. Bei Jürgen Hofmann ist das anders. Man schätzt ihn natürlich, weil man ihn kennt. Und man schätzt ihn umso mehr, je länger man ihn kennt und mit ihm zusammenarbeiten konnte. Neben Ihrer immensen organisatorischen Tagesarbeit, die ja Herr Kammer sehr einfühlsam geschildert hat, beruht die Wertschätzung auch auf den Leitartikeln, Editorials, die Sie für das Informationsblatt des Wirtschaftsbeirats geschrieben haben. Das Informationsorgan, das ja den ganz bescheidenen Titel Kompass trägt. Ein Großteil dieser Editorials befasst sich mit dem Themenbereich Finanzkrise und Währungsunion. Ich habe es mal durchgeschaut. Die Stichworte Bankenkrise nach Lehman, Griechenland, Rettungsschirme. Dazwischen auch ein paar positive Stichworte wie glückliches Bayern. Aber die meisten waren schon eher Rettungsschirme, Griechenland, Bankenkrise und seit Frühjahr 2016 auch noch ergänzt um das Stichwort Brexit. Nach dieser Entscheidung Großbritanniens, Juni 2016, stehen wir vor einer völlig neuen Situation in Europa. Nach den meisten Beobachtern, denen ich im Prinzip anschließe, geht es jetzt darum, sich in der EU, möglichst ohne Vertragsänderung, auf neue identitätsstiftende Ziele zu einigen. Von der Flüchtlingspolitik über die Energiesicherheit bis zur Cybersicherheit. Also eigentlich um das Problem Sicherheit im weiteren Sinne. Das wird aber nur erfolgreich sein, wenn die finanzielle Sicherheit gewährt ist, wenn die institutionellen und finanziellen Fundamente Europas, insbesondere das Prinzip der finanziellen Eigenverantwortung in der Währungsunion, gesichert ist. Dazu gehören natürlich Anreize zur Einhaltung der vereinbarten Regeln. Und dazu gehört auch mehr Glaubwürdigkeit der Institutionen, insbesondere der Europäischen Kommission, durch Beachtung der bestehenden Regeln. Sollte eigentlich zum guten Ton gehören, dass die Regeln der Währungsunion genauso beachtet und auch von der Kommission durchgesetzt werden, wie sie das gewohnt ist, beim Wettbewerbsrecht zu tun. Es geht nämlich schon, wenn man will. Bei der Sicherung der finanziellen Fundamente geht es um die zwei Pfeiler, Europas. Einmal ein stabiles Banken- und Finanzsystem, Blutkreislauf der Wirtschaft, wie Dr. Wiesoy dargestellt hat. Und es geht auch um die Stabilität der Währungsunion. Es geht um die Beachtung, das Funktionieren der Institutionen und Regeln in der Währungsunion. Ich möchte auf diese beiden Bereiche, zukunftsfähige Finanzmärkte und zukunftsfähige Währungsunion, in aller Kürze und deshalb auch mit der Gefahr von Einseitigkeit und Missverständnissen ein paar Bemerkungen machen. Zu den Finanzmärkten. In der Diskussion wird ja öfters und besonders gerne vom extremen rechten und linken Bereich des Spektrums oder im Internet der Eindruck erweckt,
Nach der großen, letztlich von den Banken ausgelösten Krise sei kaum etwas geschehen. Die großen Finanzinstitute würden weitermachen wie bisher und der einfache Bankkunde käme sowieso immer unter die Räder. Nun ist es nicht leicht, in den Zeiten von Alternative Facts, postfaktische Gesellschaft, dem etwas entgegenzusetzen. Aber in Wirklichkeit ist viel geschehen. Eine neue Bankenkrise ist heute unwahrscheinlicher als vor 10 Jahren. Aber es gibt auch noch viel zu tun, um die Stabilität des Finanzsystems zu sichern. Und ich glaube, das wird oft nicht so richtig gesehen, vor allem jenseits des engeren Bereichs der Bankenregulierung. Im Bereich der Bankenregulierung selber habe ich den Eindruck, dass manchmal sogar des Guten zu viel getan worden ist und dass vor allem bei Instituten, die kein Risiko für das Gesamtsystem darstellen, kleine, mittlere Institute, Offenlegungs- und Meldepflichten überprüft werden müssen. Stichwort Small Banking Box. Es gibt auch einen anderen Bereich, wo man etwas überprüfen muss. Man spricht oft von der Konsolidierung der Kreditinstitute. Es wäre aber auch ganz gut, über die Konsolidierung der Aufsichtsgremien und Institutionen nachzudenken. Manche sprechen hier von einem Wildwuchs. Als zurückhaltender Mensch spreche ich eher von einem Aufwuchs. Ein Beispiel nur dafür. Das Ziel der Finanzstabilität ist unbestreitbar wichtig und zentral. Um dieses Ziel kümmern sich mittlerweile neben der Kommission, neben der EZB, neben den nationalen Notenbanken, zu deren ureigene Aufgabe das gehört, kümmern sich mittlerweile nicht weniger als 10 Institutionen in Europa und in Deutschland und weltweit. Und von diesen 10 Institutionen haben, abgesehen von der BIZ in Basel, eigentlich fast alle sich um das zentrale Problem der Finanzstabilität, das im Augenblick durch die jahrelange expansive Geldpolitik der EZB kommt, mehr oder weniger herumgedrückt oder in der Sprache des Verkehrsfunks großräumig umfahren. Also es gibt hier schon noch einiges zu tun. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, soll nicht zu negativ sein, es ist viel geschehen. Das Kernkapital der deutschen Kreditinstitute ist nach den Feststellungen der Bundesbank von 5,4% im Jahre 2011 auf 12,1% Ende 2016 gestiegen, also mehr als verdoppelt. Höheres Eigenkapital heißt bekanntlich geringeres Risiko und höhere Finanzstabilität. Gleiches gilt für die Liquiditätsvorsorge der Institute, die jetzt einen 30-tägigen Liquiditätspuffer vorhalten müssen. Und schließlich werden die großen Banken auch europäisch beaufsichtigt und weil es so schön ist, gleich mehrfach durch EZB, durch die EBA und immer mehr auch durch die ESMA, weil der Bereich Marktaufsicht, Umsetzung der MiFID, Verbraucherschutz ja immer mehr an Bedeutung und jedenfalls an regulatorischer Breite gewinnt. Aber wie gesagt, es gibt im Bereich Finanzstabilität auch noch viel zu tun. Hierzu einige Beispiele. So ist besser, danke. So haben etwa die europäischen Regeln für Bankenabwicklung und Bankenrestrukturierung ihren Härtetest noch nicht bestanden. Ihre Glaubwürdigkeit an den Finanzmärkten bleibt vorsichtig ausgedrückt unentschieden. Als Beispiel aktuell, wenn Sie in die Zeitung schauen, italienisches Bankensystem, man drückt sich eigentlich da herum, diese Regeln für die Bankenrestrukturierung anzuwenden, obwohl diese vor einigen Jahren erst gerade auf Druck der italienischen Seite entworfen worden sind, weil zu diesen Regeln am Schluss auch der Bankenabwicklungsfonds gehört, auf den Italien sehr große Hoffnungen gesetzt hatte. Es ist auch ein anderes Problem in den Hintergrund getreten, das in der Finanzkrise sich gezeigt hat, und dass man sich ursprünglich mit großen Vorsätzen zu lösen vorgenommen hatte, nämlich die krisenschärfende Verbindung von Banken und Staaten zulasten des Steuerzahlers. Es wird deutlich in der Privilegierung von Staatsanleihen, wenn sie eine Bank kauft. Und das führt im Übrigen auch dazu, nicht ausschließlich, aber diese Privilegierung ist ein Grund für die seit Jahren beklagte Wachstumsschwäche in Italien. Wenn dort eine Bank einen Kredit an ein Unternehmen vergeben will, hat es natürlich zunächst mal mit den Lasten der Vergangenheit zu tun, mit dem Aufarbeiten der Bad Loans, der faulen Kredite. Aber beim neuen Kredit muss man auch viele neue Regularien beachten in den europäischen Richtlinien. Aber wenn diese Bank den Kredit nicht an ein Unternehmen gibt, sondern an den eigenen Staat,
also eine Staatsanleihe kauft, ist sie von all diesen Regularien befreit. Keine Eigenkapitalunterlegung, höchste Liquiditätsklasse, keine Großkreditgrenzen. Und nach einigen Jahren kann die Bank auch erwarten, dass diese Staatsanleihen risikolos von der EZB mit einem Gewinn für die Bank dann abgekauft werden. Hier braucht man sich nicht so lange überlegen, warum die Kreditvergabe an die Unternehmer nicht so richtig in Gang kommt. Ein weiterer Bereich, der noch der Regelung erharrt, sind die sogenannten Schattenbanken. Da will ich jetzt in der Zeit nicht näher drauf eingehen, sondern auf ein anderes Thema noch eingehen, das für die Finanzmarktstabilisierung langfristig wichtig ist, aber meistens zu kurz kommt, weil es als sehr technisch erscheint, nämlich die Bilanzierung und die Rechnungslegung nach den internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen. Wie gesagt, klingt sehr technisch. Und deshalb ist es unterhalb des Aufmerksamkeitsradars von öffentlicher Meinung, Presse und Parlamenten. Und selbst Journalisten, die sich investigativ nennen, schalten die Investigation ab, wenn es um solche technische Fragen geht. Ich habe das oft erlebt. Für das Funktionieren einer Marktwirtschaft gibt es wohl kaum einen wichtigeren Begriff als den des Gewinns, denn der entscheidet ja aber die Allokation des Kapitals. Und dieser Begriff des Gewinns wird in den internationalen Rechnungslegungssystemen IFRS und im amerikanischen genauso nach dem Zeitwert ermittelt, nicht nach dem tatsächlich erzielten Gewinn wie im deutschen traditionellen HGB. Wenn also ein Grundstück höher bewertet wird oder vor der Krise typisch neu geschaffene innovative Finanzinstrumente in einem engen Markt nach oben gehandelt werden, dann wird dieser höhere Wert in der Bilanz zugrunde gelegt wie ein entstandener Gewinn. Also auf der Einnahmeseite werden Gewinne verbucht, die noch gar nicht in der Kasse sind, aber in die Ausgabenkasse für Ausschüttungen und für die Managerboni kommen diese Gewinne. Es bedarf keiner näheren Erläuterung, dass das zu erheblichen Fehlanreizen führt, zu Kurzfristdenken und in der Krise natürlich auch zu massiven, sich beschleunigenden Substanzverlusten. Und da möchte ich hier nicht auf die Details eingehen, aber es gibt ja den schönen Satz, die Geschichte lehrt, dass sie nichts lehrt oder wenig lehrt. Wir hatten in Deutschland im 19. Jahrhundert den Gründerkrach und der ist damals auch mitverursacht worden durch das Zeitwertprinzip in der damaligen Bilanzierung. Die Werte von Eisenbahngesellschaften, Schifffahrtsgesellschaften wurden nach oben gewertet, bis sie dann wieder in Soufflé, wie Salzburger Nockerl zusammengeplatzt sind. Und als Reaktion darauf hat man in der Bismarck-Zeit das Anschaffungskosten, das Realisations- und Vorsichtsprinzip in die Bilanz eingeführt. Leider hat sich das bis in die internationale Rechnungslegung noch nicht herumgesprochen. So viel im Geschwindschritt zu einigen Punkten von Bankenregulierung, Finanzmarktstabilisierung, was ist geschehen und was steht noch auf der Agenda. Nun zu einem zweiten Pfeiler, der für Europa ja was noch wichtiger ist, Überwindung der Staatsschuldenkrise, Stabilisierung der Währungsunion und ihrer Institutionen. Zunächst ist es wichtig festzustellen, dass der Euro als Währung, was die Preisstabilität angeht, jetzt die ganze Zeit seit Beginn der Währungsunion stabil war. Also das ist etwas anders, als die Kritiker der Währungsunion seit fast 20 Jahren prophezeien. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass die Institutionen der Währungsunion und dass die Regeln nicht befriedigend funktioniert haben, woraus auch Belastungen und Risiken für den Euro selbst erwachsen können. Auch hier wäre es falsch zu sagen, es sei institutionell nichts geschehen. Man hatte in der Krise das berühmte Notstromaggregat eingeführt, den Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM, mit einer finanziellen Feuerkraft von 500 Milliarden Euro, der im Notfall die Finanzmärkte etwa bei asymmetrischen Schocks durch Kredite an den betroffenen Staat gegen strenge Auflagen beruhigen soll. Durch diese Maßnahmen und durch andere Maßnahmen, die ergriffen worden sind, zieht sich aber immer ein Problem, dass der für die Währungsunion konstitutive Grundsatz der finanziellen Selbstverantwortung nicht hinreichend beachtet wird. Man spricht ja meistens vom No-Bail-Out-Grundsatz. Ich halte von dem Begriff nicht allzu viel, denn der klingt sehr technisch und entsteht dadurch auch der Eindruck, als sei das ja nur ein technisches Problem, no bailout des Insolvenzrechts etwa. Sondern es geht um die finanzielle Eigenverantwortung in des Mitgliedstaats oder wer es Englisch haben will, um Self-Responsibility.
Die deutsche Politik hat hier meistens so gehandelt, dass sie in Krisensituationen zwar die Forderungen anderer nach einer Transferunion mit guten Gründen abgelehnt hat, aber sie hat diese Forderungen dann letztlich doch übernommen, nur durch Bedingungen und Konditionen und Auflagen abgeschwächt und hat nicht langfristig eigenständige Konzeptionen verfolgt. In Einzelfällen mag dieses Vorgehen durchaus eine flexible Kompromissformel sein, um in einer akuten Situation in Europa voranzukommen. Aber wenn sie zur durchgehenden Methode wird, da hat sie schon den Nachteil, dass immer die eigene Leistung sofort gewährt werden muss, aber die Gegenleistung, das spätere Verhalten der Partnerstaaten in die Zukunft verlagert wird, also das Prinzip Hoffnung gilt. Hierzu aus der Fülle der Möglichkeiten nur zwei Beispiele. Europäischer Stabilitätsmechanismus, also der Rettungsschirm, aber nur gegen strikte Auflagen und gegen die Vereinbarung eines Fiskalpakts, dessen Vorschriften aber, wie man sieht, nicht eingehalten werden von den Stichworten, auch wenn das unterschiedliche Problemkreise sind, Griechenland und Frankreich, die zeigen das. Oder einem gemeinsamen Bankenabwicklungsfonds hat man letztlich zugestimmt, aber nur gegen vorherige Vereinbarung einer einheitlichen Bankenabwicklung, Bankenrestrukturierung. Wie das in der Praxis geht, sehen wir jetzt gerade in Italien. Insgesamt kann man also sagen, wenn man diese bisherige Wirkungsweise des Regelwerks sieht, wie das ein österreichischer Schriftsteller einmal gesagt hat, Europa besteht aus Staaten, die sich nicht vorschreiben lassen wollen, was sie selbst beschlossen haben. Aus diesen Gründen heraus, aus diesen gemachten Erfahrungen, besteht auch Skepsis gegen die Vorschläge im sogenannten Fünf-Präsidenten-Bericht. Damals war ja auch Martin Schulz einer der fünf Präsidenten, bei denen unter anderem zur Weiterentwicklung Europas gefordert wird, eine gemeinschaftliche Einlagensicherung zu schaffen und den Bankenabwicklungsfonds noch zu unterstützen durch eine finanzielle Ausfalllinie, die gemeinschaftlich finanziert werden soll. Und in die gleiche Richtung gehen die Vorschläge Eurobonds oder neuerdings heißen sie etwas komplizierter European Safe Bonds oder einer gemeinsamen Arbeitslosenversicherung oder wie der italienische Präsident der EBA fordert, eine gemeinsame europäische Bad Bank. Mich wundert eigentlich nur, warum Martin Schulz, der im Augenblick sehr viele Reden zur Gerechtigkeit hält, nicht einmal gefragt wird, wie es um die Gerechtigkeit dieses Vorschlags gemeinschaftliche Arbeitslosenversicherung, gemeinschaftliche Einlagensicherung steht, wenn er immer vom hart arbeitenden Arbeitnehmer spricht und sich den mal vorstellt, was mit seinen Spareinlagen und den niedrigen Zinsen auf die Spareinlagen dann geschieht im Rahmen einer europäischen Einlagensicherung. Die Skepsis gegen die Vorschläge beruht aber nicht in erster Linie auf den finanziellen Effekten. Wenn Geld in Europa überschaubar gut angelegt ist, dient sie am guten Zweck. Sondern die Skepsis beruht vor allem auf der Setzung falscher Anreize. Denn es wird mit diesen Vorschlägen kein Anreiz ausgelöst, bestehende Probleme in den Mitgliedstaaten selbst zu lösen, sondern die Lösung hinauszuschieben, sie letztlich von anderen bezahlen zu lassen. Aber das Problem selber, Bankensystem, Arbeitslosigkeit wird dadurch ja immer größer und am Schluss könnte dann der Euro selbst oder die EU in Probleme geraten und von radikalen politischen Bewegungen in Frage gestellt werden. Jetzt zur Lösung. Gibt es viele Vorschläge, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht im Einzelnen erwähne, aber eine der wichtigsten und zuletzt gekommen sind, stammt vom IFO-Institut, nämlich der Vorschlag sogenannter Accountability Bonds, Verantwortungsanleihen, Nachranganleihen, wie man sie übersetzen will. Die sollen von den Mitgliedstaaten der Währungsunion dann begeben werden müssen, wenn sie die Schuldengrenzen des Fiskalpakts überschreiten. Und sie sollen nicht von der EZB oder vom ESM erworben werden dürfen, sondern nur vom privaten Sektor. Und daraus soll folgen, dass dann diese Form von Anleihen einen risikogerechten Zinssatz aufweisen und Marktdisziplin, Reformdruck auf die betreffenden Mitgliedstaaten ausüben. Der Gedankengang ist sicher richtig und zielführend, aber hat das Problem, wie viele der Vorschläge, dass ihre Wirksamkeit vom späteren Verhalten der Staaten abhängt. Ob man sich also wirklich an diese eingebauten Regeln dann tatsächlich hält, wenn einmal der öffentliche und politische Druck vorhanden ist. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass es meistens anders kommt.
notwendige Reformen werden unterlassen. Der politische und ökonomische Druck auf die europäischen Institutionen wird dadurch größer, die Regeln doch irgendwo zu umgehen oder so zu interpretieren, dass sie nicht angewendet werden. Wenn wir uns also Gedanken machen, wie die Währungsunion weiterentwickelt werden muss, um stabil dauerhaft zu sein, als berühmte Maastricht 2.0, ist deshalb darauf zu achten, dass die für die Anreizwirkungen, für die finanzielle Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten zentrale Frage der Zusammenhang von Leistung und sofortiger Gegenleistung, also von Kreditgewährung und Auflagen und Sanktionsmechanismus, dass dieser Zusammenhang möglichst uno acto, möglichst in einem sofortigen zeitlichen Zusammenhang geschieht. Auch hierzu gibt es mehrere Ansätze und Vorschläge. Aus meiner Sicht ist die wirksamste und einfachste Idee, die dazu auch noch ohne Änderung der Verträge zu bekommen wäre, wenn ich das recht sehe, dass man Kredithilfen, Garantien, Leistungszusagen nur gibt, wenn zeitgleich, also uno acto, valide, ausreichende Sicherheiten gegeben werden und diese Sicherheiten so einschneidend sind, dass die jeweilige Regierung sie gerne wieder los würde und deshalb auch in der Innenpolitik Argumente hat, die Auflagen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit glaubwürdig zu erfüllen. Sicherheiten also als Schlüsselbegriff für eine Stärkung des Anreizmechanismus und für das Funktionieren der Währungsunion. Übrigens ein Thema, das jetzt nicht nur für den Stabilitätsmechanismus gilt, sondern auch für andere Bereiche, die diskutiert werden, wie etwa die berühmten Target-Kredite. Nun ist es, wenn man in die Wirtschaftsgeschichte schaut, allerdings tatsächlich und rechtlich schwierig in einer Krise, die klassischen Sicherheiten zu identifizieren und zu übertragen, wie etwa Grundstücke oder Devisen. Und oft sind ja auch die Devisenbestände dann bei Krisenstaaten überschaubar. Die Forderung nach Sicherheiten führt also letztlich dazu, dass man künftige Steuereinnahmen des Staates verpfändet. Das klingt im Augenblick etwas weit, aber es war in der Wirtschaftsgeschichte eigentlich oft ein Weg, Staatsinsolvenzen zu vermeiden oder zu lösen. Wenn Sie schauen, jetzt 17. Jahrhundert, der größte Insolvenzveranstalter war damals Philipp II. Von Spanien. Diese Insolvenzen konnten nur durch mit Steuereinnahmen unterlegten Sicherheiten wieder überwunden werden. Und auch im letzten Jahrhundert, 1975, drohte die Insolvenz des amerikanischen Staates New York. Bundeshilfen wurden kaum in Aussicht gestellt. Staat New York musste ein massives Finanzreformprogramm auflegen und bekam Geld nur vom Kapitalmarkt durch Anleihen, die durch künftige Steuereinnahmen gesichert waren. Dieser Grundgedanke, der sich in der Wirtschaftsgeschichte bewährt hat, müsste, meine ich, auch in die Weiterentwicklung der Währungsunion Eingang finden. So werden Sie sagen, Grundgedanke richtig, überzeugend, aber wie will man denn das umsetzen? Denn dem müssten ja eigentlich alle die Staaten zustimmen, die selber potenziell Betroffene wären. Antwort ist, wie in der Vergangenheit auch, etwa beim Fiskalpakt, kann man solche institutionellen Verbesserungen nicht isoliert erreichen, etwa in einer Regierungskonferenz, wo das Thema auf der Tagesordnung steht. Man kann sie erreichen, wenn es etwa um die Vermeidung einer Krise geht oder um die Lösung einer Krise, wenn deutsche Leistungen erwartet werden, vielleicht auch nötig sind. Und dann kann ich als Gegenleistung dafür auch eine institutionelle Verbesserung erreichen und durchsetzen. Dann kann ich den Grundsatz Solidarität gegen Solidität durchsetzen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man selber ein solches Konzept zuerst entwickelt und nicht nur in der Krise situativ reagiert und letztlich dann doch inhaltlich davon abhängt, welche Forderungen die andere Seite stellt und wenn man nicht ein eigenes langfristiges Konzept hat. Meine Damen und Herren, diese Überlegungen hier im Geschwindschritt vorgetragen, teilweise Erinnerung, teilweise ein Vorgriff für die Zukunft, sollten nur eine Anregung sein für weitere Diskussionen in und um den Wirtschaftsbeirat und zur Umsetzung der in den Editorials von Herrn Hoffmann durchgeführten Analysen. Wir sollten uns aber vor Auge halten, dass es bei den angesprochenen Themen nicht um Kleinigkeiten geht. Bei der Stabilität der Finanzmärkte geht es letztlich auch um die Akzeptanz der sozialen Marktwirtschaft und bei der Weiterentwicklung der Währungsunion geht es um die Zukunft der Währungsunion und auch die Zukunft Europas. Und beides ist zu wichtig, um es den Extremen von links und rechts zu überlassen. Aber schon der Dichter Hölderlin hat gesagt, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das ist mein Wunsch an den Nachfolger in der Position des Generalsekretärs. Alles Gute, danke schön.
Herr Präsident Dr. Wiesheu, meine sehr verehrten Damen und Herren der Hohen Festversammlung, insbesondere lieber scheidender Generalsekretär, lieber Jürgen, liebe Frau Hoffmann. Meine Damen und Herren, ja, wir haben jetzt drei fantastische Referate gehört. Dieses Niveau zu halten, werde ich mich bemühen, auch was die Zeit betrifft. Warum ist Europa so wichtig geworden? Weil die nationalen Bordmittel zur Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in vielen Bereichen, Gott sei Dank nicht in allen Bereichen, in vielen Bereichen nicht mehr ausreichen. Anerkennung beruflicher Zeugnisse, tarifäre Handelshemmnisse und so weiter, bis zur Energiepolitik, bis zur Atompolitik. Bis hin, was passiert, was wir im Augenblick fast hoffentlich nicht erleben müssen, dass die Führungsmacht Amerika ausfällt. Nun hat Trump gestern offenbar Steve Bannon entlassen. Also das ist die erste hervorragende Nachricht seit langem aus Amerika, meine Damen und Herren. Der war ein Feind Deutschlands und Europas, ganz offen gesprochen. Der hat uns als Gegner definiert. Also hoffen wir, dass es ein bisschen besser wird. Offene Grenzen sind für die deutsche Wirtschaft natürlich zentral für den Erfolg. Warum ist Europa so schwierig geworden? Warum so kompliziert? Weil es gigantische Lernprozesse erfordert. Zum Beispiel den Lernprozess, welches Gemeinwohl ist wirklich das echte Wohl? Die Juristen unter uns, ihr zwei Generalsekretäre, seid alles Starjuristen, ne? Einzeljuristen. Und Volkswürde noch wichtiger, bin ich ja auch. Also gut, aber wir sind ja Schmalspurjuristen, wir lernen, das Gemeinwohl ist das Wohl aller. Wer sind heute alle? Alle Bayern, alle Deutschen, alle Europäer. Welches Gemeinwohl gilt heute? Was ist, wenn das Gemeinwohl im Konflikt miteinander steht? Draghi sagt, wenn Sie mit dem sprechen, ja Moment einmal, ich handle nach dem europäischen Gemeinwohl. Was wollt ihr mit deutschem Gemeinwohl? Das ist nicht meine Aufgabe. In meiner Stellenbeschreibung steht drin, ich muss Währungspolitik nach europäischem Gemeinwohl machen. Seine Sicht der Dinge. Also zu lernen, wie reagieren wir im Konfliktfall. Übrigens, wir Bayern haben das schon mal lernen müssen. Am 18. Januar 1871 ist das Deutsche Reich verkündet worden, komischerweise im Zentrum des französischen Königtums, im Spiegelsaal zu Versailles. Man muss ja auf die Idee erst mal kommen, das Deutsche Kaiserreich im Spiegelsaal von Paris zu verkünden. Die Reaktion war dann der Vertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg. Es war völlig dumm, das damals dort zu machen. Wir Bayern mussten damals lernen, bayerisches Gemeinwohl mit deutschem Gemeinwohl zu koordinieren. Und heute müssen die klassischen Nationalstaaten lernen, nationales Gemeinwohl mit dem europäischen Gemeinwohl zu koordinieren. Dritter Lernprozess, also neben Gemeinwohl, das zweite habe ich noch gar nicht erwähnt, Souveränität und Identität. Für die Engländer ist es besonders schwierig. Herr Dr. Kammer hat es kürzlich schon mal von mir gehört. Wenn meine englischen Kollegen im Europäischen Parlament, wenn ich denen sage, es gibt jetzt auch europäische Souveränität, sagt ihr, du tickst nicht ganz sauber. Zwischen der Queen, die übrigens auch die religiöse Führerin der anglikanischen Kirche ist, die Queen hat nicht nur eine staatliche, sondern auch eine religiöse Funktion. Zwischen der Queen und dem lieben Gott so eine Brüsseler Bürokratenebene einzubauen, das ist ja völlig unvorstellbar. Eine der Erklärungen, warum die Engländer immer Europa anders verstanden haben bis heute als wir. Wie ist die Souveränität zu sehen zwischen klassischer nationaler Souveränität und der neuen, ja, sich herausbildende europäischen Souveränität. Dies zu lernen ist sehr, sehr schwierig. Objektiv schwierig. Bis hin zur Identität. Otto von Habsburg hat versucht, den Gegensatz aufzulösen, indem er gesagt hat, lernt immer, nur ein guter Deutscher kann auch ein guter Europäer sein. Also diese Identitätsmehrgliedrigkeit, Bayer zu sein und Deutscher, übrigens, mir fällt es noch schwer, ich bin sogar noch Franke, also das ist noch was Besonderes. Und Europäer, diese Dreigliedrigkeit zu lernen und zu praktizieren, ist objektiv schwierig. Und objektiv schwierig ist es eben auch, 500 Millionen Bürger mit 27, England 28 Staaten, also noch 27, in irgendeiner Weise koordinieren, zusammenzuführen. Da hat eben jeder seine Probleme. Und ein Kompromiss kann nie
einer Nation völlig sozusagen gerecht werden. Oder wie der österreichische Kaiser Franz Josef, der ja auch so etwas wie einen Viehvölkerstaat führen musste, gesagt hat, ich habe dann was Richtiges gemacht, wenn alle meine Völker mäßig unzufrieden sind. Mehr ist nicht drin, meine Damen und Herren. Mehr ist nicht drin. Und Binnenmarktnormen, Verbraucherschutznormen europäisch zu machen, ist auch kompliziert. Wonach soll man sich richten? Nach dem hohen deutschen Niveau, nach dem Schlampe, das hätte ich jetzt beinahe gesagt, italienisch, aber gut, aber Südstaatler, egal wie. Aber immerhin, Jean-Claude Juncker hat sein Versprechen eingehalten. Im letzten Jahr sind nur noch 23 Richtlinien, sonst immer über 100 Richtlinien pro Jahr verabschiedet worden, weil wir alle gesagt haben, du hast im Wahlkampf versprochen, diese bürokratischen Monster da endlich zu reduzieren. Diese Zusage hat er eingehalten. Wie geht es weiter? Und damit bin ich schon beim letzten Teil meiner Ausführungen. Sie haben gelesen, dass Jean-Claude Juncker 5 Szenarien in die Welt gesetzt hat, wie es mit Europa weitergehen kann. Ich mache es für den Wirtschaftsbeirat noch einfacher. Eigentlich sind es nur 3 unterschiedliche Szenarien. Szenario 1 ist, weitermachen wie bisher. Szenario 2 ist, verschiedene Geschwindigkeiten. Also wenn 2, 3, 4 Staaten im Bereich der Verteidigung weitergehen wollen, sollte es denen möglich sein. Es muss immer offen sein, dass andere nachkommen. Und Alternative 3, großer Schritt mit Vertragsänderung zu einer staatsähnlichen Struktur. Diese 3 Alternativen stehen im Raum der Diskussion, wie es weitergehen sollte. Ich persönlich glaube, dass die Alternative 2, verschiedene Geschwindigkeiten, relativ nahe an die Realität herankommt. Wir alle hoffen, dass in Frankreich beim 2. Wahlgang am 7. Mai die Dinge in Ordnung gehen. Wir haben, lieber Präsident Otto, am letzten Montag eine hervorragende Diskussion im Wirtschaftsbeirat gehabt. Viele der hier anwesenden Persönlichkeiten waren dabei. Wie geht es weiter mit Frankreich? Und die Botschaft war eindeutig. Wenn Frau Le Pen gewinnen sollte, dann kann das ganze europäische Gebäude in den Grundfesten erschüttert werden. Den Brexit werden wir verkraften. Einen Austritt Frankreichs, der hat unkalkulierbare Konsequenzen. Und deswegen war auch die generelle Meinung sogar des offiziellen französischen Repräsentanten, wir wollen hoffen, dass einer der beiden anderen, Macron oder Fillon, die Wahl am 7. Mai gewinnt. Dann erwarte ich mir, dass Deutschland und Frankreich ein Modell entwickeln. Und Herr Zeidler hat sehr korrekt darauf hingewiesen, man muss jetzt Vorstellungen, Zielsetzungen entwickeln, wie es weitergehen soll, auch im Bereich der Währungsunion zur weiteren Absicherung des Euroraumes, dass dann diese beiden Länder im Zentrum Europas, dass die dann Alternativen entwickeln, wo kann man weitergehen. Wenn es Trump verlangt, dass wir 2% des Bruttosozialprodukts für Verteidigung und Rüstung ausgeben, das wäre eine fast Verdopplung. Wir haben zurzeit 1,2%, also das geht in gigantische Beträge. Viel effizienter wäre es, wenn wir die Rüstung vereinheitlichen können. Wir haben zurzeit 43 Panzertypen in Europa. Einer hat ausgerechnet, dass wir im Augenblick in Europa etwa 1,5 mal so viel ausgeben wie die Amerikaner, aber nur 20% der Schlagkraft der Amerikaner haben. Wenn wir die europäische Verteidigung gemeinsam organisieren würden, können wir ohne dramatische Erhöhung der Kosten die Möglichkeit zur Stabilisierung einer aus den Fugen geratenen Welt durchaus auch finanziell verkraften. Dazu gehört auch der Schutz der Außengrenzen, meine Damen und Herren. Und oder ich weiß nicht, ob du dabei warst, ich habe mir erlaubt, schon im letzten Oktober darauf hinzuweisen, wir werden nicht drum herum kommen, zur Bewältigung der Flüchtlingsfrage klar das Signal auszusetzen. Jawohl, die Menschen werden gerettet, aber sie werden dann zurückgebracht und in Zeltstätten, im Flüchtlingslager, dort, wo sie hergekommen sind, betreut. Es wird auf die Dauer nicht anders gehen.
Unser Entwicklungshilfeminister Müller wird nie so viel Geld bewilligt bekommen, dass die Sogwirkung nach Europa in Afrika durch Geld gestoppt werden könnte. Das ist eine Illusion. So ein Signal muss sein, die europäischen Grenzen sind geschützt. Es darf nur jemand rein, der die Erlaubnis dafür hat. Das kann wehtun, aber es gibt objektiv gesehen keine andere Lösung. Damals hat Günter Beckstein noch gesagt, ah, das ist aber zu hart und zu brutal. Meine Damen und Herren, es gibt in Palästina Zeltstädte seit 1948 mit bis zu 300.000 Menschen. Das ist kein gigantisches Leben, das ist kein Leben wie in München, das ist klar. Aber es gibt Ärzte, es gibt Krankenhäuser, es gibt Schulen, es gibt Kindergärten und das in die Richtung muss eine Lösung gehen. Lassen Sie mich eine Schlussbemerkung machen. Ich bin natürlich nicht ganz objektiv, aber ich möchte schon darauf hinweisen, wenn ich meinem Vater so in den 50er Jahren gesagt hätte, du, ich gehe mal in die Politik und wenn ich dann im Europäischen Parlament sein werde, dann wird 2017 Deutschland eines der beliebtesten Länder der Welt sein. Deutschland eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Deutschland wieder aufgebaut, unsere Dörfer blitzsauber. Städte wie Würzburg, Nürnberg, Pforzheim, München zerbombt und zerfetzt, werden schöner aussehen als je zuvor. Und die deutschen Menschen werden weltweit Anerkennung genießen, hätte mein Vater gesagt, ja, ja, träum nur schön weiter. Der Wiederaufstieg unserer eigenen Nation ist geschuldet einer fleißigen Bürgerschaft, völlig zu Recht, einer guten, Gott sei Dank, guten Politik der sozialen Marktwirtschaft. Aber es ist auch geschuldet, dass wir keine Feinde mehr haben, dass Frankreich nicht mehr der Erbfeind ist, dass nicht mehr gesagt wird, die polnische Wirtschaft wird nie was. Perfides Albion England würde ich immer beschummeln, sondern wir haben heute Partner und Wettbewerber. Und es ist einer der zentralen Pfeiler dafür, dass unsere Nation Deutschland diesen unglaublichen Wiederaufstieg 1945 erreichen konnte. Sie erinnern sich vielleicht im Geschichtsunterricht, Karthago, der Cato, der Senator, hat immer gesagt, Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Im Übrigen bin ich dafür, dass Karthago zerstört wird. Und er hat recht bekommen. Zwei Kriege, Karthago gelöscht von der Landkarte, nie mehr gesehen. Kirchenvater Augustin hat dort gelehrt. Deutschland hat auch zwei furchtbare Kriege geführt. Und zum Staunen der Welt stehen wir heute wieder in der Champions League. Und es hat auch damit zu tun, dass wir im Unterschied zu 1000 Jahren Geschichte diese neue Struktur haben. Und wir sollten beginnen, ein bisschen auch Europa unsere Emotionen zuzuwenden. Europa ist nicht nur ein pragmatisches Objekt der Addition von Zahlen. Es ist nicht nur wirtschaftlich gut. Nein, meine Damen und Herren, Europa hat auch verdient, dass wir uns eine emotionelle Zuwendung ihm widmen. Wir können stolz auch auf die europäische Geschichte sein. Wo wurde die Trennung von Staat und Kirche erfunden? In Europa. Kaiserstreit, Papst gegen Kaiser. Wo wurde die Religionsfreiheit erfunden? Reformations, 500 Jahre Reformation. Das sind Segnungen, die Voraussetzungen für Stabilität in der ganzen Welt sind. Von Musik, Philosophie und Wissenschaft will ich gar nicht sprechen. Nein, meine Damen und Herren, ich glaube, Europa hat auch verdient, dass wir als stolze Bayern, als patriotische Deutsche auch daran denken, dass Europa unsere Anerkennung, unsere Emotionen verdient. Ich glaube zutiefst, der weitere Erfolg, die weitere Stabilität unserer stolzen Nationen, wie alle sie heißen, insbesondere unserer eigenen deutschen Nation, dieser Erfolg hängt auch davon ab und ist darauf angewiesen, dass das Projekt Europa auch Erfolg bekommt, in dem Sie vive l'Europe. Dankeschön, meine Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Otto, sehr geehrter Dr. Soltmann, lieber Herr Ehrenpräsident, sehr verehrte
Vizepräsidenten, Vorsitzende, Vorstände, Mitglieder des Gesamtpräsidiums, Wegbegleiter, Freunde, Partner, Staatssekretäre, Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als der Präsident Ende des letzten Jahres auf mich mit dem Plan einer Abschiedsveranstaltung zukam, da war ich zunächst der Auffassung, das braucht es doch eigentlich nicht. Bei der Generalversammlung ist genug gelobt worden, der Wirtschaftsbeirat muss sparen. Aber jetzt freue ich mich doch aufrichtig darüber, dass der Präsident und Generalsekretär neu sich rücksichtslos über meine schwäbischen Bedenken hinweggesetzt haben. Ich danke Ihnen sehr für diesen stilvollen Schlusspunkt, den Sie mit der Veranstaltung unter meine Tätigkeit als Generalsekretär beim Wirtschaftsbeirat gesetzt haben. Ebenso herzlich bedanke ich mich für die Festschrift mit meinen Editorials und mit einer Reihe ausgewählter Positionspapiere, die in den letzten Jahren entstanden sind. Ich weiß, das muss für alle Beteiligten ein gewaltiger Kraftakt gewesen sein. Umso mehr freue ich mich darüber. Kompliment auch an Dirk Kohl, der das Layout hingekriegt hat, aber auch für die ganzen Zusammenfassungen. Alles zusammengenommen stehe ich heute in gehobener Stimmung vor Ihnen am Rednerpult und fühle mich außerordentlich geehrt. Dir, lieber Otto, danke ich für deine Worte über die Rolle des Wirtschaftsbeirats, der wir uns in den letzten 7 Jahren gemeinsam verschrieben haben und mit einiger Leidenschaft gewidmet haben. Ja, der WBU, der sich seit fast 70 Jahren branchenübergreifend um den partnerschaftlichen Dialog von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kümmert und bemüht, ist etwas Besonderes, so habe ich es immer empfunden. Er ist Teil der gesamtwirtschaftlichen Erfolgsgeschichte, die Bayern seit Kriegsende schreibt und die du zutreffend geschildert hast in deiner Rede. Ich bin überzeugt, das wird auch so bleiben und das muss auch so bleiben. Ihnen, lieber Herr Dr. Kammer, danke ich für die außerordentlich anerkennenden Worte, die Sie für meine Tätigkeit als Generalsekretär, aber auch im Wirtschaftsministerium gefunden haben. Gelegentlich ist mir zwar einer der Lieblingssätze von Rudi Fellner, unserem Bezirksvorsitzenden von Passau, in den Sinn gekommen, runter vom Gas. Aber richtig ist, ich habe den WBO nie als Austragsstüberl am Ende einer langen Ministerialkarriere betrachtet, sondern für mich war der WBO beruflich das finale Grande. Und ich hoffe, dass das nicht ganz unbemerkt geblieben ist. Man kann es auch so formulieren, Sie haben es ja angedeutet, ich bin 46 im tiefen Hessen geboren und da greift die alte Erkenntnis, setzt man den Hessen richtig ein, kann auch er von Nutzen sein. Das stammt übrigens nicht von mir, ist eine Erkenntnis des Präsidenten. Lieber Herr Professor Zeitler, vielen Dank für Ihren ausgezeichneten Vortrag über zukunftsfähige Finanzmärkte und über eine zukunftsfähige europäische Währungsunion. Ihre prägnanten Ausführungen haben mir und ich glaube allen wieder einmal gezeigt, es war gut, dass wir vor einigen Jahren den Ausschuss Finanzmärkte gegründet haben. Den gab es vorher ja nicht. Und es war noch besser, dass wir Sie als unumstrittenen Vorsitzenden auf diesem wichtigen Feld gewinnen konnten. Mehr Kompetenz kann nicht sein. Wer, wenn nicht Sie, könnte diesen Ausschuss besser führen? Ich weiß es nicht. Lieber Ingo, auch dir ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag über die Perspektiven Europas. Wie gewohnt hat aus dir am Ende der leidenschaftliche Europäer gesprochen. Erst war ich in Sorge. Hoffentlich kriegt er die Kurve noch ins positive Jahr. Herzlich willkommen. Vielen Dank dafür. Denn deine Schlussworte decken sich mit meinen jahrzehntelangen Gefühlen für Europa. Offen gestanden bin ich immer noch ein leiser Vertreter der Vereinigten Staaten von Europa. Wahrscheinlich einer der letzten. Manche wird sagen, ein Träumer. Wahrscheinlich, wenn es überhaupt so kommt, wird das in weiter Ferne liegen. Aber offen gestanden, mir ist ein Gebilde von der Art des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation in der Endphase zu wenig friedfertig im Inneren, reich an Kultur, wirtschaftlich bedeutend, aber machtpolitisch zwergenhaft und zersplittert. Das reicht mir persönlich nicht. Ich habe mir immer ein vereintes Europa gewünscht, das auch in puncto Hard Power
also sicherheitspolitisch ernst genommen wird und im globalen Spiel der Mächte auf Augenhöhe mit den anderen Großen eine selbstbewusste, eigenständige Rolle spielen kann in der Weltpolitik. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn Sie mir einen winzigen Ausflug erlauben. Ich erinnere mich noch gut an den 17. Juni 1989. Ich hatte die obligatorische Rede zum Tag der Deutschen Einheit zu schreiben für den damaligen Wirtschaftsminister Gustl Lang. Und sie schloss mit den üblichen pathetischen Worten: Wir werden das nicht mehr erleben, aber unsere Enkel und Urenkel werden dereinst durch das offene Brandenburger Tor marschieren. Ja, 6 Monate später war es soweit. Selten so geirrt, das Tor war offen. Und seither hoffe ich, dass auch der europäische Einigungsprozess von irgendwoher aus einer Ecke, die wir vielleicht heute gar nicht auf der Rechnung haben, einen unerwartet großen Schub nach vorne erfährt und das möglichst noch zu meinen Lebzeiten. Das hätte ich also gerne auch noch erlebt. Nicht zuletzt, meine Damen und Herren, danke ich Ihnen allen, dass Sie mir heute Nachmittag die Ehre geben, das Wohlwollen und die Wertschätzung, die darin zum Ausdruck kommen, beides weiß ich außerordentlich zu schätzen. Die Regie hat mir am heutigen Nachmittag die Aufgabe zugeteilt, über 7 Jahre Arbeit für den Wirtschaftsbeirat zu berichten. Ich muss gestehen, das greift zeitlich deutlich zu kurz. Meine Liebesbeziehung zum WBO reicht weit über die letzten 7 Jahre hinaus. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Begegnungen. Die fanden nämlich zu Beginn der 80er Jahre statt, als ich im wirtschaftspolitischen Grundsatzreferat des Ministeriums angefangen hatte zu arbeiten. Die Generalversammlung, die haben damals schon zu den Höhepunkten im wirtschaftspolitischen Veranstaltungskalender in Bayern gehört. Man ließ sie sich schlichtweg nicht entgehen. Als Hauptredner trat neben Wirtschaftsminister Anton Jaumann auf und neben ihm regelmäßig Ministerpräsident Franz Josef Strauß, der unter prächtig geschmücktem Weihnachtsbaum, offensichtlich waren die damals etwas später als heute, im Festsaal des Bayerischen Hofs vor tausend und mehr Teilnehmern die Weltläufe ebenso eindrucksvoll erklärte wie die Notwendigkeit der Grenzlandförderung oder einen Airbus in Europa zu entwickeln, zu konzipieren und zu bauen. Dunkelblaues Tuch mit Nadelstreifen war damals das Muss für alle Ministerialen, was eine junge Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen, Frau Knust, war das zu der Spitzenbemerkung veranlasst hat, ob das die Standarduniform der bayerischen Ministerialbürokratie sei. Naja. Ich hätte mir damals nicht träumen lassen, einmal Generalsekretär zu werden und die Nachfolge von Andreas Müller-Amack am Odeonsplatz 14 anzutreten. Aber so ist das gekommen. Ende 2009 bin ich dem Ruf des früheren Wirtschaftsministers Dr. Otto Wiesel gefolgt. Ab 2010 als Generalsekretär dieses Verbandes zu fungieren. Daraus sind 7 erlebnisreiche und erfüllte Jahre geworden. Gereizt hat mich an der neuen Tätigkeit nach 30 Jahren im Ministerium vieles. Ich hätte eigentlich auch einfach die Abzweigung in den Ruhestand wählen können, habe ich aber nicht, weil mich vieles gereizt hat. Allen voran war das die Möglichkeit, die wirtschaftspolitische Arbeit ad majorem gloriam Bavariae mit einem starken, hochkompetenten und hoch anerkannten Präsidenten auf ganzer thematischer Breite fortsetzen zu können. Sympathisch war mir dabei der Status der rechtlichen und finanziellen Selbstständigkeit und der parteipolitischen Unabhängigkeit des Verbandes bei aller Nähe zur CSU, die sich schon aus der Gründungsgeschichte von 1948 ergibt. Und gereizt hat mich nicht zuletzt die Möglichkeit, die Anliegen von rund 1.800 Mitgliedern, Firmen, Unternehmern, Selbstständigen, Freiberuflern, Führungskräften aus allen Bereichen der Wirtschaft im Dialog mit der Politik vertreten zu können. Und das branchenübergreifend und bayernweit. Meine Damen und Herren, es ist schon angeklungen, die Tage eines Generalsekretärs beim Wirtschaftsbeirat können sehr lang werden. Sie haben bei mir nicht selten um 6 Uhr mit erstem Ärger über Leitartikel von Michael Bauchmüller in puncto Energiewende begonnen. Und Sie haben des Öfteren mit nächtlichen Rückfahrten aus den Bezirken geendet, nur gelegentlich unterbrochen durch Sekundenschlaf. Im Ernst, das Aufgabenspektrum könnte kaum breiter sein. Vieles ist Chefsache am Odeonsplatz 14. Im Grunde ist der Wirtschaftsbeirat ein kleines, aber feines mittelständisches Unternehmen, das sich am Markt behaupten muss, am Markt der Verbände. So ist das. Eine Zwangsmitgliedschaft gibt es bei uns nicht. Ebenso wenig können wir bei der Finanzierung auf Zuschüsse der öffentlichen Hand zugreifen. Wir finanzieren uns ausschließlich selbst aus Mitgliedsbeiträgen und Vermögenserträgen. Also eine meiner ersten Pflichten habe ich deshalb darin gesehen, Mitgliederpflege zu betreiben, also in vielen persönlichen Gesprächen
die Bindung der Mitglieder an uns zu stärken. Gespräche, die ich gerne geführt habe und oft als persönliche Bereicherung empfunden haben. Aber auch die Mitglieder zu binden durch ein attraktives Leistungsangebot. Die Mitglieder, die ja doch einen stattlichen Beitrag bezahlen bei uns, wollen ja zu Recht einen Mehrwert dafür sehen. Kündigungen bleiben trotzdem nicht aus, das ist so. Sie müssen durch die Gewinnung neuer Mitglieder kompensiert werden. Und ich hatte mir das offen gestanden leichter vorgestellt am Anfang. Das ist harte Arbeit. Viele ehrwürdige Organisationen leiden ja an Mitgliederschwund, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und so weiter. Der Wirtschaftsbeirat, Gott sei Dank, nicht. Wir haben die Mitgliederzahl über die Jahre hinweg nicht nur stabil bei rund 1.800 halten können. In den letzten Jahren haben wir sie vielmehr per Saldo jeweils leicht steigern können. Und verbunden damit hat auch das Beitragsaufkommen erfreulicherweise zugenommen. Das ist schon deshalb wichtig, weil die extrem lockere Geldpolitik der EZB auch uns seit 2010 das Leben natürlich relativ schwer macht. Aus unserem Vereinsvermögen mit narrensicheren Tagesgeld, Festgeld oder Spareinlagen Finanzerträge zu erzielen, ist nicht mehr möglich. Wir sind mittlerweile überall bei Null angelangt und nur dank härtester Verhandlungen des Schatzmeisters gelingt es hier und da, wie heißt das so schön, Verwahrzinsen, negative Verwahrzinsen mittlerweile zu vermeiden. Wir haben deshalb in den letzten Jahren aufgrund der Gewinnung neuer Mitglieder, aber auch aufgrund des Geschicks des Schatzmeisters an den Aktienmärkten jeweils mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Das Vereinsvermögen hat dadurch insgesamt sechsstellig zugenommen. Die schöne Botschaft ist die, der WBU verfügt, hat vorher schon, aber verfügt jetzt anschließend noch ein bisschen mehr über ein beträchtliches Finanzpolster. Das ist beruhigend. Anders als manche Stiftung wirft Draghi den Wirtschaftsbeirat nicht um. Hinter den Kulissen muss der Generalsekretär aber auch die Arbeit der Vorsitzenden der Fachausschüsse und Bezirke begleiten, denn alle Vorsitzenden engagieren sich ja ehrenamtlich. Bezahlt werden sie nicht. Sie können freilich zu Recht die notwendige Unterstützung durch das Hauptamt erwarten. Die über 100 Veranstaltungen in den Ausschüssen und Bezirken im Jahr wollen organisiert und reibungslos durchgeführt sein. Gottlob verfügen wir an der Geschäftsstelle, verfügt der Nachfolger in der Geschäftsstelle am Odeonsplatz über ein Team, das hunderte von Veranstaltungen organisiert hat, das dementsprechend über eine immense Erfahrung im Veranstaltungsmanagement verfügt und das durch kaum etwas aus der Ruhe zu bringen ist, jedenfalls vor den Kulissen nicht, aber auch hinter den Kulissen kaum. Anders ginge es nicht. Den zweiten Schwerpunkt meiner Arbeit habe ich im Ausbau und in der Pflege einer modernen Kommunikationsbasis mit den Mitgliedern gesehen. Wir haben deshalb die Digitalisierung des Einladungsversands massiv vorangetrieben, weil das Zeit und Geld spart. Wir haben das Corporate Design auf neue Füße gestellt und vereinheitlicht. Der Internet hat 2011 einen Relaunch erfahren. Das Gleiche gilt für unsere Mitgliederzeitschrift, die seither monatlich und unter dem Namen Kompass erscheint. Aber wie das so ist, an allem nagt schon wieder der Zahn der Zeit. So ist mein Nachfolger bereits dabei, in Kürze mit einer neuen, frischeren Webseite ans Netz zu gehen und den Kompass mit neuen Elementen zu versehen. Ich wünsche ihm dabei allen Erfolg. Die Pflege und die Stärkung der Organisationskraft und die Verbesserung der Kommunikationsbasis war wichtig für eine erfolgreiche wirtschaftspolitische Arbeit. Und dafür sind wir am Ende da. Nicht, wir beschäftigen uns ja nicht nur mit oder nicht ausschließlich oder nicht vorrangig mit uns selbst. Der Präsident hat es bereits herausgearbeitet. Seit dem Gründungsjahr 1948 operiert der WBU an der Nahtstelle von Wirtschaft und Politik. Ziel unserer Verbandstätigkeit ist es auch in meiner Zeit als Generalsekretär gewesen, einen vertrauensvollen Dialog zwischen Unternehmensvertretern aller Wirtschaftszweige und aller Betriebsgrößen, Klassen und Politikern aller Ebenen zu fördern und zu organisieren. Wir waren uns dabei immer einig, der Meinungsaustausch zwischen den beiden Sphären muss sich auf der Basis gegenseitigen Vertrauens vollziehen. Er muss getragen sein von gegenseitigem Respekt, von den unterschiedlichen Entscheidungsprozessen in den Unternehmen und in der Politik. Wir sind nicht oder waren nie auf Krawall gebürstet, sondern wir wollen zusammenführen. Aus dem einfachen Grund, weil der partnerschaftliche enge Schulterschluss immer eines der großen Erfolgsgeheimnisse bayerischer Wirtschaftspolitik war und wir darin im Rahmen unserer Möglichkeiten auf der Basis der ordnungspolitischen Leitidee der sozialen Marktwirtschaft branchenübergreifend mitwirken wollten, mitgewirkt haben und in Zukunft mitwirken werden. Wir haben allen Politikern auf allen Ebenen in den letzten Jahren auf vielfältige Weise die Möglichkeit eröffnet, ihre Ziele, ihre Konzepte, Initiativen und Pläne auf den unterschiedlichsten Gebieten der Wirtschaftspolitik
vorzustellen und mit der Wirtschaft zu diskutieren. Umgekehrt lag uns daran, den Sachverstand unserer Mitglieder in praxisgerechte wirtschaftspolitische Entscheidungen einfließen zu lassen und beides mit dem Ziel dazu beizutragen, dass Bayern, unsere Heimat, auch in Zukunft prosperiert. Dafür unterhält der Wirtschaftsbeirat inzwischen 24 Fachausschüsse. Einige neue sind in den letzten Jahren dazugekommen, so die Ausschüsse Finanzmärkte, extrem wichtig, weil wir es oft mit einem extrem wichtigen Feld zu tun haben. Nicht weniger wichtig, oder auch wichtig, die Ausschüsse Dienstleistungen, Gesundheitswirtschaft und jüngst die Wehrtechnik, eine ganz neue Gründung. Einige Ausschüsse sind thematisch ausgeweitet worden, allen voran der Industrieausschuss, der sich explizit jetzt der verstärkten Megathema digitaler Aufbruch widmet. Es gibt damit heute so gut wie kein Feld der Wirtschaftspolitik im weitesten Sinne mehr, das von uns nicht abgedeckt wird. Aus dem jungen Wirtschaftsbeirat auch etwas Besonderes. Ist inzwischen ein Gremium sui generis geworden. Er verkörpert die Zukunft des WBU. Meine Damen und Herren, ich selbst bin in Fürth groß geworden, habe in Nürnberg studiert, lebe seit meiner Assistentenzeit in den 70er Jahren in Augsburg bzw. Friedberg und durfte im Wirtschaftsministerium für Minister und Staatssekretäre aus allen Teilen Bayerns arbeiten. Von vielen Regionen Bayerns, des Freistaats geprägt, war es mir deshalb auch immer ein großes Anliegen, darauf zu sehen, dass der Wirtschaftsbeirat nicht an den Grenzen der Metropolregionen München endet, sondern in ganz Bayern präsent ist. Wir haben deshalb in den letzten Jahren auch einige Mühe darauf verwandt, verwaiste Bezirke zu revitalisieren und einige Bezirke neu zu gründen. Auf diese Weise sind die Bezirke Oberland, Ansbach, Westmittelfranken und Kaufbeuren, Ostallgäu zusätzlich entstanden. Es gibt damit inzwischen keine weißen Flecken mehr auf der bayerischen Landkarte. Insgesamt zeigt der Wirtschaftsbeirat in 25 Bezirken Flagge. An der Spitze stehen, auch das ist sehr erfreulich, vielfach Unternehmerpersönlichkeiten aus der Region. Ich bin persönlich glücklich, dass wir sie ehrenamtlich gewinnen konnten. Mit Foren in Berlin und Brüssel ist der WBU darüber hinaus mittlerweile im Zentrum der Bundespolitik bzw. der Europapolitik präsent. Der Meinungsaustausch, das hat der Präsident schon umrissen, findet in allen Bezirken, Ausschüssen und Foren in unterschiedlichsten Formaten statt. Wir haben in den letzten Jahren, wenn Sie so wollen, auf allen Klavieren gespielt, angefangen bei der traditionellen Generalversammlung mit tausend und mehr Teilnehmern bis hin zu vertraulichen Kamingesprächen im kleinsten Kreis, wobei unser Anspruch bei allen Veranstaltungen immer darin bestand, hochaktuell zu sein und jeweils am Puls der Zeit den Meinungsaustausch zu pflegen. Vergangenheitsbewältigung, damit mögen sich Doktoranden befassen, die steht bei uns nicht im Vordergrund. Meine Damen und Herren, viele der Themen, die der Wirtschaftsbeirat in den letzten Jahren aufgegriffen hat, waren zu Beginn meiner Tätigkeit Ende 2009, Anfang 2010 in dieser Form so oder überhaupt nicht absehbar. Es hat sich wieder einmal gezeigt, auch in der Wirtschaftspolitik gab und gibt es kein Ende der Geschichte. Mir ging das schon mal so 1989, in den ersten Monaten. Da war ich, also waren wir in ernsthafter Sorge, womit bestreiten wir noch die Reden? Es ist ja eigentlich alles gerichtet. Damals Weigel stand ja kurz vor dem ausgeglichenen Haushalt, die Wirtschaft florierte, alles war in Ordnung. Dann kam die Wiedervereinigung und schon hatten wir Redestoff, also über Jahre hinweg. Und dann kam irgendwann die Vollendung des europäischen Binnenmarktes, es kam die Währungsunion, also dann kamen die Krisen, also uns gingen die Themen dann nicht aus. Und das war jetzt auch so 2010, war vieles so oder überhaupt nicht absehbar. Es gibt, wie gesagt, auch in der Wirtschaftspolitik kein Ende der Geschichte. Im Nachhinein gesehen hat ja in den letzten 7 Jahren eine neue Mega-Herausforderung die nächste abgelöst, neben denen, die es eh schon gab. Ich belasse es exemplarisch bei einigen wenigen Stichworten. Staatsschuldenkrise im Euroraum, die ist vor dieser Zeit, die uns ja nach wie vor wie Kaugummi an den Schuhsohlen klebt. Wir werden das Thema ja nicht los. Griechenland bankrott mit dem schwerwiegenden Bruch der No-Bay-Out-Regel im Mai 2010. Oder wie muss ich das sehen? Mit dem Verstoß, also gegen Self-Responsibility. Jawohl. Euro-Rettung der EZB nach dem Motto whatever it takes. Damit geht der Draghi in die Geschichte ein, da bin ich ganz sicher. Mit ihren wachsenden Kollateralschäden, mit denen wahrscheinlich aber auch. Energiewende nach der Energiewende, nach dem Reaktorunglück in Fukushima, bei der auch 6 Jahre später noch völlig offen ist, was aus dem ganzen Verhau, ist ja gestern wieder deutlich geworden, was aus diesem ganzen Verhau der Energiepolitik werden soll, wo das noch hinführen soll. Brexit-Entscheidung der Briten entgegen aller Vorhersagen,
wachsende Globalisierungsfeindlichkeit, was mich persönlich schmerzt, weil wir eigentlich immer der Auffassung waren, Globalisierung macht alle reicher, wer sich ausklingt, wird ärmer. Das wird auch nicht anders sein. Die Lehren hätten wir eigentlich aus den 30er Jahren, oder bis heute müssen wir sie ziehen. Flüchtlingskrise und ihre Bewältigung, schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Gestaltung des digitalen Aufbruchs und des demografischen Wandels und last but not least anhaltende Investitionsschwäche in Deutschland zulasten der Zukunftssicherung, derzeit zugedeckt von der gegenwärtig allgemeinen guten Wirtschaftslage und von der guten Stimmung. Also Tenor vielfach, wo ist das Problem? Uns geht's doch Gold. Es gibt jedenfalls kaum ein aktuelles Thema, das von den Fachausschussvorsitzenden bzw. den Bezirksvorsitzenden bis in den gesellschaftspolitischen und religiösen Bereich hinein nicht aufgegriffen worden wäre. Der junge Wirtschaftsbeirat hat sich dabei in besonderer Weise Zukunftsthemen gewidmet. Meine Damen und Herren, an der schnellen und billigen Schlagzeile waren wir und ist der Wirtschaft nicht interessiert. Wir haben aus guten Gründen darauf verzichtet, das wirtschaftspolitische Tagesgeschehen der tagtäglichen dünnen Pressemeldungen zu kommentieren. Wir haben uns aber nicht der Mühe entzogen, in fundierten Papieren immer wieder Fragen von grundsätzlicher Bedeutung aufzugreifen, Probleme zu präsentieren, Probleme präzise zu analysieren und Vorschläge zu ihrer Lösung zu präsentieren. Die Energiewende, um nur ein Beispiel zu nennen, hat mehrfach dazu herausgefordert, ebenso die Geldpolitik der EZB mit ihren Nebenwirkungen, aber auch die Möglichkeiten und Grenzen privater Infrastrukturfinanzierung, die Flexibilisierung des Rentenbezugs, die am Ende sogar partiell in Gesetzesform gegossen wurde, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir haben uns mit Perspektiven wichtiger Hochtechnologien in Bayern befasst, so mit der grünen Biotechnologie, die wir eigentlich immer noch nicht aufgegeben haben beim Wirtschaftsbeirat. Wir halten daran fest, aber auch mit der IT-Wirtschaft oder mit den Erfolgsfaktoren für Gründungscluster. Auch das war Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen. Die mittelstandspolitischen Leitlinien wurden gründlich überarbeitet. Und all diese Positionspapiere sind an die zuständigen politischen Entscheidungsträger herangetragen worden und in deren Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse eingegangen. Das ist aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht der effektivste Weg, um berechtigte Anliegen der Unternehmen, die im gesamtwirtschaftlichen, nicht im Brancheninteresse liegen, im gesamtwirtschaftlichen Interesse liegen, in die Politik einzuspeisen. Ich muss gestehen, ich bin den Autoren bzw. den Mitverfassern unserer Positionierung wirklich dankbar, dass sie sich dafür haben einspannen lassen, Substanzielles zu Papier zu bringen. Das ist kein leichtes Geschäft, das ist in aller Regel Knochenarbeit. Um ein Sprichwort abzuwandeln, reden ist Silber, schreiben ist Gold. Lassen Sie mich mit einigen wenigen persönlichen Anmerkungen schließen. Vor ein paar Tagen bin ich 71 geworden. Es war damit an der Zeit, das Operative beim Geschäft beim WBU in der Wirtschaft gang und gäbe, in jüngere Hände zu legen. Ich war gern und mit Herzblut Generalsekretär, auch wenn manche Wege in die Bezirke weit, manche Abende lang, die Arbeit gelegentlich strapaziös war, habe ich keine Sekunde bereut, das Angebot von Präsident Wiesheu angenommen und den Posten als Abteilungsleiter und stellvertretender Amtschef im Bayerischen Wirtschaftsministerium gegen den Schreibtisch am Odeonsplatz ausgetauscht zu haben. Noch einmal, die 7 Jahre beim WBU betrachte ich menschlich wie fachlich als enorme Bereicherung, als krönenden Abschluss meines Berufslebens. Noch einmal, ich hoffe, man hat das der Arbeit etwas angemerkt. Es bleibt mir zu danken. Danke unserem Präsidenten, dir, lieber Otto, für die in jeder Beziehung wunderbare Zusammenarbeit über all die Jahre hinweg. Der Wirtschaftsbeirat hat von deinem analytischen Verstand, von deiner politischen Weitsicht, deinem Gespür für politische Zusammenhänge und deinem Ansehen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über die Grenzen hinaus enorm profitiert. Du hast Türen geöffnet, die einem Generalsekretär im Allgemeinen verschlossen sind. Also immer wenn es darum ging, also wenn ich einen Termin etwa bei Joe Käse haben wollte, dann ja irgendwann mal in 3 Monaten hat er vielleicht Zeit für ein Telefonat. Wenn ich dann zu dir gekommen bin, ich komme jetzt nicht recht durch bei den Käseleuten, ja, soll ich gleich anrufen? Naja, wäre vielleicht nicht schlecht, da rufen wir gleich an. Moment, wir stellen durch zum Joe Käse. So ging das, war so außerordentlich hilfreich und ich hoffe und ich bin sicher, dass das auch so bleiben wird. Kurzum, du warst und bist für den WBU ein Glücksfall. Und ich bin für den WBU sehr froh, dass du dich bei der letzten Generalversammlung für weitere 3 Jahre als Präsident zur Verfügung gestellt hast. Zu großem Dank verpflichtet bin ich auch den beiden Vizepräsidenten, Dr. Jürgen Kammer und Hans Hammer, dem geschäftsführenden Präsidium und allen anderen Mitgliedern des Präsidiums für viele konstruktive Diskussionsbeiträge, für wertvolle Hilfestellungen bei Entscheidungen und für das Vertrauen und Wohlwollen, das sie mir immer entgegengebracht haben.
nicht mit Gegenströmungen und Querschüssen kämpfen zu müssen, hat mir die Arbeit offen gestanden enorm erleichtert. Also wenn das passiert wäre, dann hätte ich nicht gewusst, wie wir über die Runden kommen sollen. Aber die gab es nicht. Alles konnte sehr einvernehmlich gelöst werden. Wunderbar. Danke dem Schatzmeister, dem lieben Herrn Dr. Nails, der eigentlich da sein wollte, aber offensichtlich doch noch nicht so ganz durch ist mit seinen Untersuchungen oder Beratungen in Großhadern, für die Umsicht und Professionalität, mit der er unsere Finanzen in einem sehr schwierig gewordenen Anlageumfeld gemanagt hat. Ihn in dieser Funktion an der Seite zu haben, war außerordentlich beruhigend. Die Finanzen des WBU waren offen gestanden für mich nie ein Thema der Wolfsstunde nachts um 3 Uhr herum. Damit habe ich mich nie herumgeschlagen, mit anderen Themen gelegentlich schon. Den Vorsitzenden der Fachausschüsse, Arbeitskreise, Foren und Bezirke und ihren Stellvertretern bin ich dankbar für die engagierte ehrenamtliche Arbeit, die sie geleistet haben und leisten. Ich kann es nicht oft genug betonen, der Präsident hat es auch schon betont, der Wirtschaftsbeirat lebt von ihrer fachlichen Kompetenz, von ihrer Fähigkeit, Zukunftsthemen zu erkennen und von ihren Verbindungen. Unsere dezentrale Organisation macht uns stark. Wir in der Zentrale am Odeonsplatz wären allein bei allem guten Willen niemals in der Lage, ein solch vielfältiges, hochaktuelles und hochkarätiges Programm aus dem Boden zu stampfen. Meinem Vorgänger Andreas Müller-Amack, der leider erkrankt ist, bin ich zu Dank für viele gute Ratschläge, verpflichtet. Er hat sein Herrschaftswissen bereitwillig geteilt. Gerade in der Anfangsphase hat mir das außerordentlich geholfen. Sehr viel Ermutigendes habe ich auch von unseren Ehrenpräsidenten, dem leider verstorbenen Dr. Alfred Pfeiffer und Dr. Dieter Soltmann, vom früheren Vizepräsidenten und Staatssekretär Alfred Bayer, vom Ehrenpräsidenten der Bayerischen Wirtschaft Hubert Stärker und vom Ehrenvorsitzenden des Mittelstandsausschusses und Mitbegründer des Bayerisch-Sächsischen Wirtschaftstages Werner Stamm erfahren. Auch Ihnen gebührt mein Dank. Ich danke allen Mitgliedern für das Wohlwollen, das Sie mir entgegengebracht haben. Ich habe viele liebenswürdige, hochkompetente Unternehmerpersönlichkeiten beim Wirtschaftsbeirat kennen und schätzen gelernt. Die vielen Begegnungen und Gespräche mit den Mitgliedern möchte ich nicht missen. Dem Team in der Geschäftsstelle, Sandra von Truschinski, Katrin Rieck, Claudia Gardowski und Heidi Wunner, danke ich für die engagierte Arbeit. Wir haben ja hinter den Kulissen sehr oft sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Zum Teil sind das riesige Bälle wie die Generalversammlung oder die Bayerischen Wirtschaftstage. Sie dort oben zu halten und zu verhindern, dass irgendwas zu Boden kracht, klappt mit der vorhandenen sehr kleinen Mannschaft nur, weil sich alle ins Zeug legen, ihre ganze Erfahrung in die Waagschale werfen, Verantwortung übernehmen und sehr selbstständig arbeiten. Nicht zuletzt danke ich meiner Frau Brigitte. Sie hat meine Tätigkeit für den WBU weit über die Altersgrenze hinaus nicht nur geduldet, sondern sie hat sich selbst sehr schnell als Teil des Wirtschaftsbeirats gefühlt und aus eigenem Interesse und weil es ihr Spaß gemacht hat, an vielen Veranstaltungen teilgenommen. Ich musste also nicht ständig mit einem schlechten Gewissen kämpfen und, um es mal ganz salopp zu formulieren, nicht mit dem Nudelholz nachts um 12 rechnen. Meinem Nachfolger Dr. Johann Schachner wünsche ich Glück und Erfolg im neuen Amt. Bin froh, dass wir ihn gewinnen konnten. Er bringt alle Voraussetzungen dafür mit. Dabei wird und muss er seinen eigenen Weg gehen. Das ergibt sich allein schon aus all den neuen Herausforderungen und Aufgabenstellungen, die mit Sicherheit auf ihn und auf uns zukommen. Es werden völlig neue Themen da sein plötzlich, von denen wir vielfach heute noch gar nichts ahnen. Entscheidend ist, dass ihm Vorstand und Gesamtpräsidium, die Vorsitzenden der Fachausschüsse und Bezirke und alle Mitglieder das gleiche Vertrauen schenken, das sie mir geschenkt haben. Auch ich bin bereit, mein Herrschaftswissen zu teilen, soweit ich es habe, wann immer du darauf zurückgreifen möchtest. Du hast es verdient und du bekommst es. Und natürlich, meine Damen und Herren, bleibe ich dem Wirtschaftsbeirat als Mitglied weiter eng verbunden. Dazu ist er mir viel zu sehr ans Herz gewachsen. Noch 2 persönliche Bemerkungen. Es gibt viel zu tun jetzt im privaten Bereich. Da liegt ein ganzer Stoß Bücher auf großer Breite. Wobei ich festgestellt habe, die ersten 3 Monate sind rum und habe erst 3 gelesen. Es ist irgendwo furchtbar. Die To-Do-Liste ist kaum kürzer geworden. Und dann bin ich dabei, mich auch noch als Agrarier zu betätigen. Erste Hinweise zum Obstbaum, zum Apfelbaumschnitt habe ich vom Präsidenten erhalten. Die sind auch schon umgesetzt. Ich bin gespannt, was der Apfelbaum dazu sagt, wenn die Ernte kommt.
Und jetzt möchte ich eigentlich auch noch unter die Winzer gehen und plane also etwas Weinbau, nicht in dem riesigen Stil, wie Sie den in Bogenberg betreiben, Herr Doktor, sollte man aber ein bisschen was sollte schon sein. Aber ich weiß noch nicht, welche Traubensorte ich wählen soll. Ein Grand Cru aus dem Bordeaux wird wahrscheinlich in Friedberg nicht gedeihen, aber wir reden später nochmal drüber. Ich hoffe auf Ihren guten Rat. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ad multos annos. Ich freue mich auf weitere Begegnungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, allein dafür hat sich die 7-jährige Arbeit gelohnt.